Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM. Und der 3.7 Unser Ding. Bremen 4. Das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB. Und MDR Sputnik. Late Line. 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Jan Böhmermann. Das ist aber schon richtig. Hallo, liebe Lateline-Gemeinde. Mein Name ist Jan Böhmermann. Es ist jetzt in Deutschland 23:04:36. Ich befinde mich zurzeit in der Hauptstadt von Amerika. Die heißt New York, glaube ich. Ich glaube, die Stadt da draußen aus dem Fenster, wo man, also man sieht eigentlich nicht viel, sondern nur ein anderes Haus. Das ist, muss New York sein. Zumindest war der Flug recht lang. Und ich habe hier eine Dienstreise bezahlt bekommen. 7.000 € hat der Flug gekostet. Ich wollte neben dem Piloten sitzen. Ein Flug hat 7.000 € gekostet. Und 3 Wochen Hotelaufenthalt in einem 8-Sterne-Hotel, bezahlt von euren Rundfunkgebühren. Und das Einzige, was ich dafür machen musste, 2 Stunden hier die Late Line. Ich sag mal so moderieren in Anführungsstrichen, es ist ja eher ein vor sich hingebrabbel, wo zufällig ein Mikrofon auf ist und ab und zu rufen Leute an unter folgender Telefonnummer. 0800 80 5x5, 0800 80 5x5 ist eine kostenlose Telefonnummer. Ihr ruft in Deutschland an, wenn ihr da anruft, und ihr solltet aber bitte möglichst an euren primären Geschlechtsteilen schon Haare haben, das wäre wichtig, und was zu erzählen haben, denn das Thema ist heute euer Thema, eine offene Themennacht, 0800 80 5x5. Ihr könnt natürlich auch über lateline.de euch beteiligen oder über Twitter und Facebook. Da sind wir auch zugegen. Das ist hier sehr angesagt, Twitter und Facebook. Und ich werde gleich im Laufe der Sendung ein bisschen erzählen, was ich hier überhaupt mache. Ich sage nur so viel, ich verspreche schon so viel. Nee, ich sage nur so viel. Es hat mit der Einführung eines angesagten Trendgetränks in den Markt der Vereinigten Staaten zu tun. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten. 0800 80 5x5, wenn ihr auch irgendwas mir, wenn ihr mir auch was verraten wollt, oder wenn ihr irgendeine Frage habt oder wenn ihr irgendwie was erzählen wollt, Thema ist egal. Ihr bringt heute das Thema mit. Es ist ganz wichtig. Bring your own Thema. Das ist wie wenn man früher zum Kindergeburtstag eingeladen war. Es gab Cola, aber man musste nur gute Laune mitbringen und vielleicht eine CD, eine Bravo-Hitze oder sowas. Und heute bitte gute Laune und ein Thema. 0800 80 5x5. Wir hören uns gleich wieder nach Empire State of Mind von Alicia Keys und Jay-Z in der Interpretation von Johannes Strate von Revolverheld. Jay-Z und Alicia Keys, Empire State of Mind in der Interpretation von Johannes Strate von Revolverheld. Ich begrüße euch ganz recht herzlich am Donnerstag, den 26. April 2012. Bei der Late Line. Heute ist es eine Late Line International Edition, wie vor einem Jahr und 8 Monaten bereits. Also ich glaube irgendwann im August, vor 2 Jahren, haben wir das ja schon mal gemacht, dass ich quasi euch empfangen habe, Hallo gesagt habe aus New York, der Hauptstadt von Amerika, und ihr anrufen konntet unter der 0880 5x5 in einer freien Themen. Nach damals hatten wir, glaube ich, noch Model Sabrina oder sowas. Sabrina, weiß ich gar nicht mehr genau, wie sie hieß, aber sie war unvergesslich schön. Die war auf jeden Fall damals zu Gast. Was ist aus der eigentlich geworden? Das würde mich mal interessieren. Wenn du das hörst, Sabrina, ne? wenn du es geschafft hast im Modelgeschäft, jetzt 1 Jahr, 8 Monate nach deinem großen Auftritt in der Late Line, dann würde mich das interessieren. Du hast, glaube ich, Geschwister in Gießen oder irgendwie sowas. Ich meine, mich da noch dran zu erinnern. Alle Informationen über das Model, deren Name mir auch so ein bisschen nicht mehr einfällt, aber gerne auch an die 0800 80 5x5. Und wenn ihr ein anderes Thema habt, denn heute ist offene Themennacht, einfach anrufen. Peter, 47 Jahre alt, ein treuer Late Line Hörer, hätte fast Hund gesagt. Ein treuer Late Line Hund. Weißt du, so einer, der den schlägt man, den tritt man, aber er kommt immer irgendwie an mit seinen treuen Augen. 47 Jahre alt aus Dortmund. Hallo Peter. Hello, good morning. Good evening. 3 o'clock in New York. Yes, it's no. It's 5 o'clock in New York in the afternoon. And yeah, it's 5 o'clock. You have to minus 6 hours. You have to calculate. That's the time we have here in New York. Da muss ich ganz ehrlich mal was sagen, das stimmt ja gar nicht. Außerdem sind in New York jetzt mittlerweile 16 Grad. Es ist 3 Uhr nachmittags, PM. Nee, das stimmt nicht. Nee, das ist 5 Uhr, 17 Uhr, 12 Minuten. Und du sollst das Radio leiser machen, soll ich dir sagen, von unserer Technik, weil ansonsten fallen uns allen die Ohren ab. Ich habe gar kein Radio mehr an. Ach so. Nee, habe ich ehrlich nicht. Dann kann das sein, dass dein Kopf so geheilt hat von innen, weil da so viel, so diese Synapsen. Weil da so viel Vakuum drin ist, ne? Weil da so viel. Ja, im Vakuum, dann hätte es ja nicht geheilt. Heilt es im Vakuum? Ich glaube nicht. Wie denn? Aber
aber ich nehme das an, dass du da echt New York sitzt und dass das dann etwas später ankommt. Das kann natürlich sein. Es kommt alles etwas später und es kann auch sein, dass aber ich höre mich nur auch die Leitung. Selber doppelt. Du hörst dich auch doppelt? Ja. Hallo? Man hört es. Achso, man. Ich, jetzt eben kann ich man ja an. Ja, guck mal, man hört es doppelt. Man hört euch doppelt. Ja. Das ist natürlich ein interessantes. Pass mal auf, da müssen wir mal. Wie kriegen wir das jetzt hin? Man hört es doppelt. Man hört es doppelt. Das ist nicht so einfach. Wir müssen jetzt quasi. So, wenn ich das jetzt so mache, so, hörst du mich noch? Man sollte nur einen halben Satz reden und dann kommt das nächste dann hinten dran. Ich frage das nicht. Ja, hörst du mich denn noch? Ja. Du? Jetzt hörst du dich aber nicht mehr doppelt wahrscheinlich, ne? Nein, doch, immer noch. Hörst du dich immer noch doppelt? Ich höre mal den ganzen Mist, den ich jetzt gerade gesagt habe, den höre ich immer noch doppelt. Wahnsinn. Das heißt, wir haben ein technisches Problem, Peter, glaube ich. Man hört es doppelt. Ich glaube, es liegt an unserer Einstellung hier am Studiopult. Das ist aber auch ein Beweis dafür. Ich meine, das ist live. Das ist live Radio, man hört es doppelt. Und ich möchte dich einfach bitten, jetzt alles, was du sagst, einfach nur zur Hälfte zu sagen. Dann hast du quasi genauso viel wie vorher. Ne? Dann hast du genauso viel wie vorher. Keinen stört es. Also einfach nur die Hälfte sagen. Und das wird dann halt verdoppelt durch unsere Technik. Und dann müsste es doch eigentlich passen. That's complicated. Ja, Peter, ich würde Folgendes vorschlagen. Ich sehe hier, egal ist nicht so schlimm. Schreibt mir die Technik in Frankfurt. Wie, Marc, muss ich mir das denn vorstellen, was jetzt hier aus New York ankommt? Ihr hört den Peter quasi zweimal, wenn der was sagt. Ist das richtig, Marc? Marc, schalte dich doch mal bitte in die Diskussion ein. Das ist doch jetzt so ein Blöd. Ja, ist wichtig. Hallo, ja, Marc. Ich habe jetzt live Kopf herauf. So, also, jetzt höre ich auch mit. Marc, hört man dich denn jetzt auch doppelt eigentlich? Das weiß ich ja nicht. Ich musste ja alles ausstellen. Nee, Peter, du sei jetzt mal ruhig, bitte. Ja, aber ich höre mich über Handy doppelt. Ja, also Marc, hört man dich jetzt auch doppelt? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ja, mich auch. Aha. Du, das ist ja höchst interessant. Vielleicht sind wir in einem kosmischen Loch gefangen. Ja, ihr wollt mich hier verkohlen, ne? Nein. Peter, wir sind, glaube ich, hier ist der Weltraum hat sich aufgetan und da kommt kosmische Strahlung raus. Du, mein lieber Peter, ich möchte dich bitten, wir werden dich gleich entweder nochmal zurückrufen oder wir verabschieden uns bis auf nächste Woche. Wir müssen mal dieses kleine technische, diese Malaise hier mal beheben. Ich wollte mit euch über USA reden, ne? Ja, aber das geht jetzt nicht, weil wir haben ein Echo. Wir haben ein Virus uns eingefangen. Wir haben wieder auf irgendwelchen Schmuddelseiten mit unserem Mischpult gesurft und jetzt haben wir ein Virus. Und das müssen wir mal eben kurz beheben. Und bitte, Peter, leg jetzt auf, sei nicht traurig. Wir rufen dich vielleicht wieder zurück an, vielleicht aber auch nicht. Marc, dich möchte ich bitten, jetzt ein Liederl zu spielen. Und wir kümmern uns mal darum, dass es hier so klingt, so gut klingt, wie sonst auch immer in der Late Line. Abgemacht? Alle drei? Ja. Dann bis erstmal ein Liedchen und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, ich auch, aber so ist es manchmal. That's Showgeschäft. Ja. Tschüss, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ihr hört die Late Line am Donnerstag, den 26.04.2012. Es ist was Wahnsinniges passiert. Hier, wir senden in NTSC aus Amerika, aber in Deutschland kann man nur PAL empfangen. Das ist ein Problem, was man normalerweise nur beim Fernsehen kennt. Vielleicht aus den 90ern, wisst ihr noch, da konnte man früher Videokassetten importieren aus den USA, die waren NTSC-kodiert. Und in Deutschland konnte man die nicht auf normalen Videorekordern abspielen, weil die nur PAL hatten. Das gleiche ist beim Radio anscheinend auch so. Und deswegen haben wir immer, wenn ihr aus Deutschland anruft, ein Echo. Das können wir jetzt nicht beheben, zumindest jetzt nicht ohne einen Vorschlaghammer uns zu kaufen und einen Schraubenzieher und die ganze Bude anzuzünden und dann von vorne wieder alles komplett aufzubauen. Deswegen habt ihr jetzt einfach mal ein Echo. Ist halt so. Dann wisst ihr wenigstens, wie die Leute in den Bergen sich fühlen. 0880 5x5 ist die Telefonnummer und wenn es zu sehr stört, dann müssen einfach alle Leute, die zuhören, abschalten. Ist halt heute so. Heute ist die große Echo-Sendung. Wir machen heute Themensendung Echo. Vielleicht fällt das Echo zwischendrin nochmal aus. Oder vielleicht könnt ihr sowas wie den Erzherzog Johann Jodler oder den Jodler vom Königssee performen. Ein Echo würden wir euch kostenlos zur Verfügung stellen. 0880 5x5. Ich habe absolut gar keine Ahnung, ob wir das behoben bekommen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also der Sven ist jetzt hier aus dem Studio New York extra. Der hat auch einen großen Schraubenschlüssel. Ein 13er Maulschlüssel. Und er wartet jetzt, bis das erste Echo kommt und wird einfach draufgehauen. Und Lino ist der Erste, der mal testen muss, ob wir jetzt ein Echo haben. Hallo, Lino. Ja, wie geht's? Hast du ein Echo? Ja, aber das ist halt so schlimm. Ihr macht auch, das ist alles nur. Ist halt, ich finde es halt ganz ehrlich, das ist halt auch nur Menschen und so, wenn ihr Fehler macht. Ja. Ja, aber du kannst nicht reden, wenn man, kennst du nicht diesen psychologischen Effekt, dass man nicht reden kann, wenn man sich selber zeitverzögert auf dem Ohr hört?
Nee, das kenne ich nicht, aber mir macht es auch nichts aus gerade. Ja, ich frage jetzt mal den Marc. Marc, schalte dich doch mal bitte ein in unsere Diskussion hier. Wie ist denn das Echo? Wie kommt das Echo jetzt? Wie ist das vom Bouquet? Ist das zu leise? Ist das zu laut? Vielleicht können wir das Echo noch ein bisschen lauter machen. Ja, das kommt darauf an, was man machen will. Also es ist, wir könnten es noch ein bisschen verlängern, wenn wir es dubbig haben wollen. Ja, könntest du das, könntest du den Lino ein bisschen dubbiger machen, bitte? Ja, das müsst ihr machen. Das ist ja das müssen wir machen. Ich gucke mal, ob ich hier... Achso, ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas reinmischen kann in diese Angelegenheit, was das Ganze noch so ein bisschen dubby macht. Das wäre cool. Was heißt eigentlich dubby? Ja, also schön, so ein bisschen bekifft klingt das dann, ne? Ja, und du bist jetzt auch, du hörst dich jetzt auch gerade, während du redest, einfach doppelt. So ist es, ja. Das ist vielleicht heute so die große Schlaganfallpatienten-Reenactment-Show, dass alle Leute, also quasi, dass man simuliert, weißt du, wie man so Altersanzüge anziehen kann, wo man sich so fühlt, als wäre man 85, dass es heute so eine Show ist, als hätte man entweder einen Hörsturz, Tinnitus oder halt einen kleinen, leichten Schlaganfall, einen harmlosen Schlaganfall, wo man danach direkt, weißt du, so Lino. Was macht das mit dir, Lino? Wie fühlt sich das an? Beschreib das mal. Man hat schon doppelt ein Tor und das ist richtig ein patent schlankter Echo. Richtig langes, doofes Echo, ne? Ja. Sven, was machen wir denn jetzt? Sven sitzt hier neben mir, er guckt nur mit seinen amerikanischen Augen. Er ist eigentlich Deutscher, aber ist mittlerweile Amerikaner von der Mentalität. Er hat die Butterbrezel, die ich... Der ist ausgewandert, ja, der hat die Butterbrezel, die ich eben hier hatte. Und ich habe dem eine angeboten, da hat er die innerhalb von 2 Minuten komplett aufgegessen. Und die Chipspackungen in Amerika, das sind ja nicht so Chipspackungen wie bei uns in Deutschland, wo man so vornehm mit spitzen Fingern draus knabbert, sondern das ist ja richtig, das ist ja quasi sowas wie bei uns so Kipplaster. So von der Menge ungefähr. Und der hat richtig reingehauen. Unglaublich fetter Typ. So wie Rainer Kallmund, müsst ihr euch den vorstellen. Unglaublich, so richtig so, boah, richtiges... Aber es ist ganz normal, er fällt nicht auf im Studio New York. Die Türen sind hier viel breiter als in Deutschland. Kann ich ja vielleicht mal erzählen, wo jetzt deine Stimme immer so geechoed ist und meine halt nicht, dass die Türen hier viel breiter sind als in Deutschland. Hier kommen sehr viele ranke, schlanke ARD-Mitarbeiter, jung, top motiviert in die USA. Die werden dann so, das ist ja ein Job hier quasi, den man von der ARD bekommt, wenn man besondere Fähigkeiten hat, wenn man besonders gut ist, dann wird man hierher versetzt. Und dann innerhalb von einem Monat, durch dieses unglaublich viele fette Essen, werden die so richtig unfassbar fett. Alle. Und dann sitzen die den ganzen Tag nur auf so... Sie haben nur Fastfood. Ja, aber das können sie dann irgendwann, weil sie so halt so dick sind, das auch nur sehr langsam essen. Und das ist quasi so, es wird kontinuierlich nur gegessen hier eigentlich. Dass da überhaupt ab und zu mal so ein Radiostück oder ein Korrespondentenanruf mal hinten bei runterfällt, ist eher ein Zufall und auch den sehr motivierten Praktikanten zu verdanken, die hier für kein Geld arbeiten müssen. Das ist krass. Es ist total krass. Ich frage mich auch, ob ich als Gebührenzahler da nicht irgendeine Handhabe gegen habe, dass hier so... dass man hier derart der Völlerei... darf ich dir noch ein Ferrero Rocher anbieten, Sven? Ich habe noch Ferrero Rocher aus Deutschland mitgebracht. Das ist eine deutsche Spezialität, wie der Name auch so sagt. Ferrero Rocher. Es gibt auch andere Spezialitäten, wie zum Beispiel... Oh, guck mal, so klingt das, wenn man... Ferrero Rocher. Doch, ich habe es hier gekauft. So klingt das, mit so eine ganz tolle Plastikverpackung. Oh, das riecht aber toll. Oh, Mann, hier. Richtig geil, die Kugel. Richtig gut ist das. Muss man aufpassen, man darf keine Schleichwerbung machen. Es gibt natürlich auch andere Süßigkeiten, wie zum Beispiel Gummibären oder KitKat oder Sahne-Mumus. Es gibt viele leckere Süßigkeiten. So. Ja, jetzt hat einer was im Mund, nämlich der Techniker isst auch. Wir haben einen Anrufer mit einem Echo und wir haben vor allem das Allergeilste, ist noch 1 Stunde und 32 Minuten vor uns. Lino, so, warte mal. Lino, dann erzähl jetzt doch mal deine Geschichte und ich rap dazu. Ja, ich würde gerne mal über Eminem reden heute. Eminem. Was willst du über den besprechen? Meinst du, dass er gerade einen Hathaway-Song gesampelt hat? Oder neu interpretiert hat, neu aufgelegt hat? Ich finde halt generell, dass es ein großartiger Künstler ist, was der schon erlebt hat. Mhm. So, dass er immer wieder weitermacht, finde ich so bewundernswert. Mhm. Und dass er halt auch, dass ich finde halt, er ist ein Kämpfer. Er ist ein absoluter Fighter. Er ist ja White Trash. Er war ja im Trailer Park und er hat es da rausgerappt aus dieser Misere. Und weil er Dr. Dre getroffen hat, ist das für den richtig nach oben gegangen. Und jetzt ist er endlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere, covert er einen Song von Hathaway. Und ich finde, das hat er verdient. Das ist aber Hathaway, der gerade covert. Ach so, no love. Baby don't hurt me no more. Ja, das ist. Ich finde, man hört übrigens gerade.
Nur ich höre übrigens gerade von der Twitter-Community, dass das Echo sehr leise ist. Dass also viele Leute gar nicht stört. Dass viele Leute das vielleicht sogar, jetzt wo sie es zum ersten Mal mit Echo hören, sogar vielleicht ganz gut finden. Das ist, weißt du so, per Zufall hat ja Kolumbus auch Amerika entdeckt. Er wollte eigentlich nach Indien und hat dann aber Amerika entdeckt. Und vielleicht ist es auch, dass wir quasi jetzt durch diesen Echo-Zufall entdecken, dass Leute Radio mit Echo viel besser finden als Radio ohne Echo. Lino. Ich finde es auch viel schöner. Ich finde es auch viel entspannter. Ich finde es auch schöner. Ja, Sven, also du kannst dann von mir aus wieder, die Leute lieben das Echo. Das hat jetzt, mittlerweile bald kriegt das Echo eine eigene Show. Oder eine eigene Fernsehsendung, wo Leute ein Echo verliehen bekommen. Genau. Ja. Vielleicht kriegt das Echo eine eigene Show, wo einmal im Jahr so eine Awardshow, wo Künstler Echo verliehen bekommen. Das würde ich ihm nicht gönnen. Bin natürlich grün von Neid jetzt schon, weil da macht man keine Scherze mit. Niemals berühmter sein als der Moderator der Sendung. Aber letztlich wäre es natürlich eine Chance, ist eine Chance. Also Sven, wenn du keine Idee hast, wie man das beheben kann, dann ich will dich jetzt nicht festketten. Ist schön, wie der Sven versucht, nichts zu sagen die ganze Zeit. Aber Sven ist wirklich hier. Ist nicht mein imaginärer Freund. Er ist wirklich, sitzt wirklich hier. Also ich... Ja, Ahnungslosigkeit. Ja, Lino, aber schönen Dank, dass du erstmal uns Gesellschaft geleistet hast. Ja. Und dass du ein bisschen was über Eminem erzählt hast, weil ich finde auch, dass Eminems Lebenswerk viel zu wenig gewürdigt wird von Deutschen. Ja, ich finde es auch richtig, weil der ist durch den Dreck gegangen und so. Ich finde halt, dass der immer nur nachgetreten absolut. Hat. Genau, der ist absolut durch den Schmutz gegangen und hat immer in den Arsch getreten bekommen. Jetzt gönne ich ihm seine Million. Ist Eminem eigentlich ein Schwarzer oder ein Weißer? Ein weißer Rapper. Ach so. Ich komme nochmal durcheinander, weil ich sehe keine Hautfarben sehe ich nicht. Für mich sind alle Menschen gleich. Ja, für mich sind auch alles gleich. Nein. Wenn du eine andere Hautfarbe hast, bist du nicht schlechter oder besser. Genau. Du, ich höre gerade, wir müssen dich rausschmeißen, weil okay. Das Echo ist zu laut bei dir, Lino. Ja, also okay, das ist für mich kein Problem. Ja, für mich auch nicht. Tschüss. Trotzdem wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ne? Ebenso und frohe Weihnachten. Tschüss. 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line. Heute mit einem extra Feature. Wir haben ein Effektgerät. Und ihr werdet alle ein Echo haben, wenn ihr anruft. Alle Leute, die herkommen, bekommen heute ein Echo. Richtig gehört, liebe Late Line Community, liebe Radiohörer in ganz Deutschland. Heute gibt es Echos umsonst. Da muss man kein Album für machen. Man muss nicht irgendwie wie Kasper sich die Stimmbänder kaputt rocken. Und man muss nicht wie Kraftklub in irgendwelchen Collegejacken rumstehen. Nein, nein. Es reicht völlig anzurufen. Heute Echo for free. 0800 80 5x5, call and get an Echo. 0800 80 5x5. So, wen haben wir denn als nächstes in der Leitung? Ich muss mal hier schauen. Wir haben Robert aus Bergen. Ach du Jemine, das ist, du bist aber nicht Insel-Robert. Doch, du bist Insel-Robert, ne? Genau, richtig, Insel-Robby. Hi Insel-Robby, Mensch du mein Hi. Lieber, das ist schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Aus deiner kleinen genau. Insel Rügen. Du kommst aus Rügen. Genau, richtig. Habt ihr in Rügen auch Echos? Habt ihr auch Echos ja, in Rügen? Ja, ich hab auch, ich höre auf das Echo. Ist geil, ist cool. Ich fühle mich schon geehrt. Ja, ist das Echo jetzt lauter geworden? Ja. Ja. Ein bisschen. Ah. Es geht. Ist aber ein schönes Echo, ne? Es ist ein richtiges. Ja, ist für das so ein geil. Richtiges, ist geil. Ein gutes Echo, ne? Vielleicht kann man da. Also, das ist wirklich. Du klingst auch gleich viel gehaltvoller als sonst, wenn du anrufst, weil wenn. Wenn du sonst ohne Echo anrufst, dann wird mir schnell langweilig. Aber ich glaube, jetzt mit Echo wird es ein richtig tolles Telefongespräch. Worum geht's denn eigentlich heute? Ja, also ich habe hier gerade in YouTube ein Video von dir gefunden. Mhm. Du hast ein Video von mir gefunden? In YouTube? Ach du Scheiße, habe ich wieder mich untenrum abgefilmt und dann bei YouTube versehentlich hochgeladen, obwohl ich es bei YouPorn hochladen. Nein, pass auf, ich habe hier gerade, wo du bei 1 Land ohne 2009, da hast du Kurt Krömer im Preisenbereich. Mhm. Ja, du. Nicht schlecht. Das ist ja alles, also das war das Highlight des Tages heute. Ja, ich wollte fragen, welche Komiker du eigentlich so gut findest. Ach so, ich mag Tom Buro ganz gerne. Ansonsten als Comedian finde ich sonst noch Ina Müller sehr gut. Ina Müller finde ich gut, weil die aber auch gleichzeitig rockig ist. Die ist eine Rockröhre. Sie ist eine, weißt du, die ist eine ganz tolle Frau, sie ist eine Rockröhre, aber sie ist auch lustig. Sie kann rocken, aber sie kann auch singen und sie ist auch manchmal sehr ernst. Und sie hat auch manchmal. Und ich finde es toll, dass eine Frau in ihrem Alter noch so selbstbewusst zu ihrem Körper steht. Und dass sie einfach auch sexy ist. Obwohl, oder gerade weil sie schon über 40 ist, knapp über 40, vielleicht 40,5. Das finde ich das Tolle an Ina Müller. Eigentlich ist Ina Müller sogar noch, finde ich, noch besser als Tom Buro. Ja. Der aber also auch schon nicht schlecht ist. Also meine Lieblingskomiker sind so Oliver Pocher.
Und Kurt Krömer. Cool, Oliver Pocher. Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Wahl und das zeugt von Geschmack. Ja, ne, Kurt Krömer, eben, weil er immer so lustig auch erzählt, eben immer so lustig mit seinen Geschichten, ne? Und so. Mhm. Und Pocher Ja. Wie findest du denn Ina Müller? Können wir uns darauf einigen, dass wir beide Ina Müller irgendwie auf eine Art gut finden? Auf so eine coole Art? Ja, Ina Müller ist cool. Ja, ja, die ist cool, oder? Was findest du an Ina Müller am coolsten? Dass sie immer singt oder dass sie immer besoffen ist? Ja, genau, dass sie eben auch singt und so lustig ist. Genau, sie singt ja auch gerne und... Mhm. Und sie ist aber auch oft besoffen halt auch, ne? Das finde ich auch ziemlich gut. Ja, sie hat ja auch dieses Jahr den Echo moderiert. Da haben wir ja drüber gesprochen. Ja, sie hat nämlich auch ein Echo moderiert, zumindest. Oh, jetzt esse ich aber noch so einen Schokoklops hier. Das reicht mir jetzt. Sie lachen mich hier die ganze Zeit an. Weißt du, wie viel ich davon habe? 12 Stück. Und der Sven, unser Technik-Sven hier aus New York, Technical Sven. Sven ist ein English Name. Er heißt eigentlich Stefan als deutscher Name, aber die Engländer nennen, weil sie Stefan nicht aussprechen können, nennen ihn Sven. Und der hat eben schon einen gegessen. Jetzt sind noch insgesamt 10 Stück da. Und ich esse jetzt hier einen. Ich esse die alle auf, genau, bis zum Ende der Sendung. Appetit. Frust. Alles auf. Guten Appetit. Ja, in diesem Sinne, mach das gut, mein Lieber. Und schön, dass wir uns mal wieder über Comedians unterhalten haben. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, ich freue mich auch, mit dir zu reden, Jan. Wir hören uns, ne? Ja. Mach's gut. Wir sehen uns, wir hören uns. Mach's gut. Tschüss, tschüss, Robert. Tschüss. Tschüss. Jo. Das ist aber lecker. Marc, wenn ich dich jetzt noch mal kurz dazu bitten dürfte, habe ich denn jetzt, wenn ich rede, ein Echo? Warum habe ich denn eigentlich kein Echo? Ja, weil du es nicht verdient hast, wahrscheinlich. Ich habe kein Echo, ne? Nee. Marc, aber jetzt bist du schon... Du kommst ja nicht... Hm? Also du kommst zwar auch über deine Leitung, aber also, wir schicken dich ja nicht quasi auf deine Leitung drauf. Wir machen nicht das, was ihr macht. Ich habe keine Ahnung, was du erzählt hast, aber ich finde es toll. Das ist doch vielleicht eine tolle Gelegenheit. Oder vielleicht wirst du entdeckt, jetzt wo du hier schon bestimmt 3 Minuten in der Sendung warst. Ja, das hoffe ich. Dass du vielleicht entdeckt wirst, dass du dann vielleicht eines Tages auch mal die Late Line moderieren kannst. Ach, das wäre schön. Also was Holgi kann, kannst du allemal. Meinst du, ja? Klar, dass du ein bisschen rumgeblogge und nebenbei irgendwelche Meinungen daraus. Jeder hat eine Meinung. Das ist doch das Coole daran. Ja, das ist cool. Das kann jeder machen. Ja. Ich mach das. Marc, aber das ist natürlich echt eine weirde Situation. Weird, sagt man hier in Amerika. Weird. Weird. Kommt von dem Geräusch, was Pferde machen. Das ist weird. Ja, das ist eine weirde Situation, weil es alle Leute ein Echo haben, nur ich irgendwie nicht. Und jetzt hat mir der Sven hier einen Zettel hingelegt. In der nächsten Musik komme ich wieder. Teste draußen kurz was. Ja, das Problem ist, Sven, es gibt gar keine nächste Musik. Nicht, dass Sven jetzt nicht mehr wiederkommt. Also wir haben jetzt bis zum Ende der Sendung, eigentlich wollen wir ja keine Musik machen, deswegen gehen wir direkt weiter. Marc, schönen Dank nochmal, dass du dich gemeldet hast. Ja, gerne. Und vielleicht kannst du ja mal beim Chef von UFM, bei Manuel oder bei Jan beantragen, dass wenn du jetzt 4 Minuten Sendezeit hattest, dass du vielleicht Autogrammkarten bekommst. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen Leute gibt, die jetzt schon neugierig sind, wer dieser Marc ist, der sich da jetzt gerade so stimmenmäßig reingerätscht. Ja, aber du musst dich ein bisschen dafür auch einsetzen dann, ja, bei meinen Chefs. Mhm. Also, ich stelle mal hier mit einem Antrag. Lieber Jan Vorderwübeck, lieber Manuel Brandt, liebe Chefs von UFM. Der Marc ist, ich hab das Gefühl, da ist mehr Personality drin, als man denkt. Und die Morningshow sollte mindestens drin sein. Und wenn das nicht möglich ist, weil Rob Green, der Engländer, da morgens sich breit macht, weil sich der Engländer bei uns am Morgen breit macht, dann wenigstens Autogrammkarten, das wäre schön. Es gibt aber im Hessischen Rundfunk, Marc, habe ich gehört, Sender, wo es sogar Redakteure, die überhaupt gar nicht zu hören sind oder nur so eine kleine Rubrik haben, Autogrammkarten haben. Habe ich gehört. Habe ich im Internet gelesen. Es gibt Leute, die sammeln Autogrammkarten von Redakteuren vom Hessischen Rundfunk. Aber das ist nun eine andere Geschichte, die wollen wir jetzt nicht weiter. Das gibt ja auch nachher, deswegen im Sinne von tschüss, danke erstmal, Marc. Frank, ja, 20 Jahre alt, aus Buchen im Odenwald. Ist für die Cannabis-Legalisierung, möchte er jetzt hier ein flammendes Statement ins Echo blasen. Frank, bitte. Ja, Frank. Mosche. Ja. Mosche. Hast du Mosche oder Frank? Ich höre dich, aber du hast nicht nur ein Echo, du hast auch ein Funkloch. Du hast nicht nur ein Echo, du hast ein Echo und ein Funkloch. Ich sterbe auf mein Echo. Du hast ein Echo und ein Funkloch. Ja, Funkloch, das kann gar nicht sein. Ich habe voll empfangen. Dann haben wir vielleicht gerade ein Funkloch. Dann sind wir vielleicht gerade irgendwie im Tunnel. Ja, mit unserem Sender. Ich halte New York, ne?
Mit unserem Sender. Ne, der Empfang ist wahnsinnig schlecht. Hast du Base? Nee, ich will den Anbieter jetzt nicht nennen, sonst würde ich ja Schleichwerbung machen, aber. Nee, du kannst den Anbieter ruhig nennen. Ich habe jetzt schon gerade Base gesagt. Du musst jetzt sogar noch einen sagen. Bei welchem bist du denn? Ich sag jetzt einfach mal in die Runde Phonik. Bei Phonik? Richtig. Also einer, der so ultra günstig ist, wo man dann quasi, also wo man alles umsonst bekommt und wo man quasi noch Geld dafür kriegt, dass man telefoniert, ne? So ein ultra günstiger. Ja, fast. Man kriegt fast noch Geld dafür, das stimmt, ja. Ja. Einziger Nachteil ist, es gibt halt absolut gar keinen Empfang. Ja, da hast du recht, aber hier habe ich eigentlich ziemlich guten Empfang momentan. Ja, wir hören dich allerdings schlecht, muss ich dir sagen. Also ich kann dir sagen, es kann aber auch sein, dass es die Leitung ist. Ist ja eine Leitung, liegt da eine Telefon. Bitte? Soll ich mal auf den Balkon gehen? Das wäre vielleicht ganz lieb, ja. In welcher Stadt bist du nochmal? Ja, in Buchen. Wo ist denn Buchen? Ja, das liegt ungefähr zwischen Stuttgart und Würzburg. Stuttgart und Würzburg. Also du bist ein Das Ding-Hörer. Richtig. Mhm. Wer brummelt da im Hintergrund? Fati? Das ist der Hagen. Ein Kumpel von mir. Wer ist Hagen? Hagen, hi Hagen. Hagen ist ein cooler Name, ist auch eine Stadt. Ist eine Stadt und ein Name. Das kann man sagen, ja. Ja, so. Was war jetzt, du wolltest sagen, dass Cannabis legalisiert werden soll? Richtig. Ja, gut. Wer das gesagt, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du angerufen hast und tschüss, ne, gute Nacht, bis bald. 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line und wir nehmen auch übrigens gerne Anrufe von Damen entgegen. Heute ist ein bisschen Damenball. Wir haben jetzt nur Herren irgendwie, die hier durchkommen, weil ich glaube, Echo ist was sehr Männliches. Echo ist was Frauen abschreckt. Frauen möchten das nicht, weil Echo macht dick. Echo lässt Frauen dick, dann da werden die Problemzonen betont. Wenn man Echo im Radio mit Echo anruft, ist das für Frauen nicht comfortable, wie wir hier in England sagen. Ne, wo bin ich gerade? In England. Nee. Irgendwo bin ich. Anders als wo sonst. Hier ist mal noch eine Schokolade. Ach, richtig. Heute ist die Late Line am 26. April 2012, live aus dem Studio New York. Wir werden heute versuchen, so wenig wie möglich Anrufer draufzunehmen. Machen wir ja sonst auch immer eigentlich, aber auch sonst aus anderen Gründen, weil sie halt nerven. Aber heute, weil sie nicht nur nerven, sondern auch ein Echo haben. Und das ist dann technisch, viele Leute sind ja so radiophile Ohrenmenschen von den Empfangsgeräten, die das überhaupt nicht ertragen können, wenn das technisch nicht sauber ist. Und deswegen wollen wir euch heute eure Ohren nicht kaputt machen mit dem Echo, was hier unsere Anrufer zusätzlich zu dem Müll, den sie meistens noch reden, euch damit nicht belästigen wollen. Gestern habe ich Jack White getroffen in einem Steak-Restaurant. Das kann ich vielleicht mal erzählen. Das ist wirklich passiert. Erzähle ich mal, wen ich alle schon in den letzten Tagen hier in New York getroffen habe. Ich saß gestern, Herrschaften. Ach, wurscht. Raffi, 33 Jahre alt aus Heide. Hallo. Hi. Hast du gerade gemerkt, wie ich einen Gottschalk gemacht habe? Wie ich erst eine Geschichte erzählen wollte, von der ich gedacht habe, dass sie total interessant ist, aber dann gedacht habe, ich gehe mal lieber doch zu meinem Gast und sage einfach, ach wurscht, einfach mittendrin, ach wurscht sagen. So nach dem Motto, ach Showgeschäft, aber ach wurscht, merkt doch keiner, ach wurscht. Raffi, du darfst nicht so viel sagen, weil du hast Echo, ich erzähle jetzt in deiner Anwesenheit, in deinem Beisein, wen ich alles an Prominenten getroffen habe, okay? Ich höre mich dreifach. Du hörst dich dreifach? Ach du Scheiße, das Echo hat Metastasen bekommen. Oder Kinder wie Gremlins. Vielleicht hat einer Wasser auf das Echo draufgekippt und sie hinten aus dem Rücken vom Echo sind kleine Echos raus. Und jetzt haben wir Gremlin-Echos. Hallo? 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 Raffi? Ja. Hallo, Raffi? Ja. Hier bin ich. Raffi? Bin ich. Raffi? Dani? Was ist Raffi denn für ein Name? Raffi. Was? Ja, ich mach dich mal ein bisschen leiser, weil das Echo ist, glaube ich, sehr unerträglich. Also folgendes, Raffi, wir müssen, darfst einfach immer nur lachen und bestätigend ins Telefon grunzen, aber keine langen Sätze reden, weil das Echo, jetzt fängt es an, das Echo fängt langsam an zu nerven, habe ich jetzt gerade mitbekommen, hier bei Facebook sagen die Leute, oh, Echo nervt. Jan, hör mal mit der Seppelflash auf, ich wollte auch mal was sagen. Wer ist denn das? Wer bist du denn? Hey, wir haben letzte Woche schon telefoniert. Da ging es irgendwie Wer bist du jetzt? Bist du Raffi? Ja. Ja. Aber Raffi, ich wollte doch jetzt eben erzählen, dass ich gestern Jack White getroffen habe. Ich habe gestern einen Meter entfernt von Jack White ein leckeres Steak gegessen. In einem Steakhaus. Da kam er einfach rein mit seinem Hut. Weiß, wie er so ist, Jack White. Und dann sagte meine Begleitung, mit der ich da war, sagte, guck mal, das ist doch Jack White. Und sagte die andere Begleitung, ja,
das war Jack White. Ich dachte erst, es wäre Jack Black, weil ich habe immer diesen, meine Synapsen konnten gar nicht so schnell reagieren auf Jack White. Und dann saß da wirklich Jack White von den White Stripes. Der saß da neben mir am Tisch. Und der hat ganz normal gegessen, wie ein ganz normaler Mensch. Der war ganz normal. Ganz normal. Auch als ich ihn gefragt habe, ob er ein Foto mit uns machen möchte oder ob ich ihm ein Autogramm geben soll. Er kannte mich leider nicht. Er kannte mich nicht. Hast du ihn auch nicht angeschnackt? Ich hab ihn angesprochen, ich habe gefragt, ob er ein Autogramm möchte oder ob er ein Foto mit uns machen möchte. Hat aber nicht gemacht. Also er war zurückhaltend und bescheiden, das finde ich aber gut. Das finde ich gut, wenn Leute nicht so aufdringlich sind. Ja, das nervt. Ja, das nervt total. Das darf ich noch erzählen, wie ich noch getroffen habe? Diesen Eminem, den schwarzen Rapper aus der Bronx. Eminem, den habe ich auch getroffen. Ja, Eminem heißt er. Eminem. Mem, das ist doch der schwarze Rapper mit dem Alkoholproblem. Eminem, genau. Und Dr. Dre ist ein Arzt. Sag mal, ja. Und ist auf jeden Fall durch richtig viel Ärger gegangen. Ja. Und hat jetzt aber, zum Glück hat er sich das verdient. Das hat uns von Lino erzählt. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Du, mich eigentlich doppelt. Aha. Also jetzt pass mal auf, jetzt halte ich mal fest. Halt dich fest. Ja, warte, ich hab grad nicht. Also jetzt wird's richtig skurril. Jetzt möchte mir der Marc ein Signal auf ein Telefon schicken. Ja. Und von diesem Telefon aus soll ich dann quasi, das soll irgendwie funktionieren. Ich weiß nicht, wie es funktionieren wird. Oh ja. Ich bin mal gespannt, warte mal. So, warte mal, also guck mal. Wenn ich jetzt so mache, hörst du mich dann? Raffi, du hörst mich? Ich höre dich, klar. So, und ist das Echo denn jetzt noch da? Also Dolby Surround. Hast du noch Echo? Hallo? Ob du noch Echo hast, frage ich. Ich wollte mein Echo sowieso hören. Ich habe noch nie mein Echo gehört. Ja, dann erzähl jetzt mal, was wolltest du eigentlich irgendwas erzählen? Irgendwas irgendwie Interessantes oder so? Ja, willst du das wirklich hören? Nee, aber erzähl trotzdem. Also ich habe jemanden kennengelernt. Okay. Also ich kenne diese Person ungefähr seit einer Woche. Seit zwei Tagen treffen wir uns. Ja. Sie hat einen Freund, seit 3 Jahren, hat gestern mit ihm Schluss gemacht und heute mir ihre Gefühle offenbart. Oh. Krass, oder? Das ist krass. Und jetzt? Ich weiß nicht, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Ob du mit ihr... Dazu kommt noch, sie hat zwei Kinder. Oh. Ja. Raffi, wenn das heute nicht die technisch schlimmste Sendung wäre, würde ich da jetzt tatsächlich drauf eingehen können. Aber es ist einfach wahnsinnig. Die Mitarbeiterin gefragt. Den Techniker da sieht. Ach, das ist schon soweit. Ja. Ich weiß es nicht, was das soll. Also, wir müssen jetzt mal auflegen wieder, Raffi, weil wir haben diese wahnsinnige technische Schwierigkeit heute in der Sendung. Es ist der Wurm drin. Ja, ich erzähle jetzt einfach mal ein halbes Stündchen. Ja, tschüss, Raffi. Sorry, dass wir jetzt nicht drauf eingehen können, aber ich verstehe dich auch einfach gar nicht. Ja, verstehe dich einfach auch gar nicht. Wie war der Fellfisch? Was? Der Fellfisch? Der Fellfisch. Der Fisch mit Fell. Der Fellfisch? Ich kann dir jetzt nicht darauf antworten, aus technischen Gründen. Raffi, es tut mir leid, es ist leider technisch, ist wirklich, das liegt jetzt nicht an, ich will dich jetzt nicht aus Gehässigkeit rausschmeißen, sondern das ist jetzt ganz im Ernst, das geht leider gerade nicht. Also wir haben technisch, ist es nicht möglich, mit dir weiter zu telefonieren. Ja, geht nicht. Wir melden uns wieder zurück und wenn nicht, dann musst du wieder anrufen, du weißt ja, wie man durchkommt. 0880-5x5. Tschüss, Raffi, erstmal, ne? Bis gleich. Tschüss. So, also Freunde, wir haben tatsächlich ein so wahnsinniges technisches Problem hier, dass ich geneigt bin, jetzt einfach komplett eine Dreiviertelstunde lang nur Scheiße zu erzählen.
Ach ja, warum auch nicht? Also ich erzähle jetzt zum einen erstmal, ich habe also Prominente. Man kommt natürlich nach New York und möchte Prominente sehen, möchte viel umsonst haben, Prominente sehen und natürlich am Amerikanern die Welt erklären und sagen, dass in Deutschland alles besser ist. Das ist so das erstmal die Attitüde, mit der man hier ankommt. Ganz wichtig ist, mit einer Jack Wolfskin Jacke ankommen und immer mit einem Trekking-Rucksack, wo überall Gürtel und Gurte rausragen, wo man zum allerersten Mal, wenn man in New York landet, natürlich sofort erstmal Probleme hat bei der Gepäckausgabe, weil sich diese Gurte vertüdeln im Gepäckband und man dann dafür verantwortlich ist, dass da irgendwelche roten Lampen blinken und man dann direkt schon mal bei der Einreise schon die großen Probleme macht. Und dann ist mir direkt am zweiten Tag habe ich eine NBC-Studio-Tour gemacht, durch das Studio von NBC. NBC ist hier sowas wie die ARD, nur halt in cool. Und die haben eine Sendung, die heißt 30 Rock. 30 Rock ist die Adresse vom Rockefeller Center und da spielen zum Beispiel Alec Baldwin, Tina Fey und. Und da, bei der Studiotour habe ich den kompletten Cast von dieser Sendung gesehen. Also wirklich alle. Habe ich alle getroffen, persönlich getroffen. Ich bin ausgeflippt, von euch kommt nichts. Radio ist halt noch ein Einbahnstraßenmedium. Noch ist nicht erfunden, dass Leute beim Radio anrufen können, außer über den 0880-5x5. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euer Echo ertragen könnt und wenn ihr was nicht zu Sinnvolles zu erzählen habt, sondern was Kleines. Jannis, 27 Jahre alt aus Bremen, joint uns nun. Hallo Jannis. Ja, hallo. Ja, hallo. Du, hast gehört, ich habe den Cast von 30 Rock getroffen. Ist das nicht toll? Bist du nicht auch begeistert? Das ist Wahnsinn, auf jeden Fall. Tina Fey, die einzige lustige Frau im amerikanischen Fernsehen, glaube ich, mittlerweile, oder? Ja, Amy Poehler ist auch sehr lustig. Hier in Deutschland. Genau. Eine sehr, sehr gute, lustige Frau. Ja, die ist wirklich verdammt gut. Und Jack White habe ich getroffen. Bitte? Nee, es ist wegen Echo, es ist schwer. Ich bin ja früher als du, aber Tina Fey ist ja sogar, glaube ich, die Produzentin oder irgendwas von 30 Rock, ich weiß es nicht genau. Genau, sie ist die Produzentin und auch die irgendwie Chefautorin oder sowas. Also sie ist da quasi so eine Ein-Mann-Show. Also eine fantastische Frau, ganz toll und lustig. Und dann habe ich gestern Abend, jetzt kommt es, also der eigentliche Höhepunkt, nachdem ich ja Jack White schon, habe ich schon erzählt, den kompletten Cast von 30 Rock und gestern Abend ein, ich glaube, fünfstündiges Event mit Werner Herzog, dem deutschen Filmregisseur. Ich hab mir Karten gekauft für eine Kinovorführung. Der hat ja Into the Abyss, so ein komischer Film über die Todesstrafe, wo er, nicht ein komischer Film, ein Film über die Todesstrafe in Amerika, wo er quasi Kandidaten in der Death Row begleitet hat und daraus hat er eine Serie gemacht für Channel 4 in England und hat die gestern vorgestellt in so einem kleinen, krassen Kino und dann war der bestimmt 5 Stunden danach noch da und hat irgendwelche Fragen beantwortet und es wollte und wollte nicht aufhören und ich glaube, jeder hat 3 Fragen Werner Herzog stellen können und das war ein ganz toller Abend. Also das war wirklich, Werner Herzog ist wirklich ein fantastischer Typ. Es ist Wahnsinn. Das ist der mit, wie hieß er, mit Kinski. Klaus Kinski. Hat, ne? Genau, ja. Genau, der mit Kinski. Und eine Frage kam auch, ob es in Stimme, dass Werner Herzog Klaus Kinski mal mit einer abgesägten Schrotflinte dazu bringen musste, also ihn damit bedroht hat und ihn dazu bringen musste, wieder zurück zum Set zu laufen. Und er hat dann quasi diesen Mythos entzaubert, indem er gesagt hat, das stimmt einfach nicht. Das ist das Internet, was das sagt, aber er habe es nie wirklich getan. Aber ich glaube, es gibt Geschichten über Werner Herzog und Klaus Kinski, die einfach nicht mal fürs Internet reif sind, weil sie einfach zu hart sind und zu abstrus. Ja. Abgefahren. Du, warum rufst du denn eigentlich an? Warum ich anrufe? Da du ja nun gerade in NYC, New York City bist, oder New York City, oder? Oder New York im Staat? New York City. Ja, genau, weil du bist also mitten im Herz von Amerika praktisch. Wollte ich eigentlich mal fragen, was du in der Zeit, in der du da bist, aufgenommen hast über die Abwahl, heißt es ja nicht, über das Abtreten von Präsidentenwahl. In der Präsidentschaftskandidatur. Er hat ihn nun aufgegeben, weil er keine Chance mehr hat. Aber irgendwie. Ja, also das. Entschuldige? Also ich kenne ihn nur über YouTube und was ich über YouTube über ihn sehe, denke ich einfach, dass er ein wahnsinnig guter Kandidat wäre für einen Präsident in Amerika. Und das ja schon seit Jahren. Er versucht ja schon seit Jahren praktisch durchzukommen als Präsident und wird immer wieder nicht gewählt, weil er teilweise Ansichten vertritt, die wohl nicht so ganz ankommen. Teilweise auch Ansichten, die wohl wirklich heftig sind. Aber so was ich einfach nur von diesem ganzen Internet-Hype über Ron Paul erlebe, finde ich ihn wirklich ein sehr, sehr guter Präsidentschaftskandidat. Aber und wie sieht's aus mit Barack Obama? Ist das nicht, einer auch, der... Ich denke auch gut, aber irgendwie habe ich über den nicht so viel gehört. Was ich alles über ihn gehört habe, über diesen Ron Paul,
alles, was er sagt, habe ich irgendwie das Gefühl, ist gut. Für Amerika und für letztendlich. Ja, aber ich für die letztendlich dann auch für die Welt, weil was für die Amerika gut ist, ist auch für die Welt gut. Stichwort Brezel mit Buttergeschmack. Was in Amerika läuft, muss auch auf der Welt ganz gut ankommen. Aber Brezel mit Buttergeschmack, sag ich dir, sind es nicht. Es schmeckt wie ein muffiger Socken. Du, aber ehrlich gesagt ist Ron Paul hier überhaupt gar kein Thema. Es geht nur ausschließlich um Mitt Romney, der seit 3 Wochen, glaube ich, feststeht als derjenige, der für die Republikaner antreten wird bei den Wahlen um das Präsidentenamt. Und Ron Paul ist eher sowas wie, sagen wir mal, wenn beispielsweise Philipp Rösler kandidieren würde für das Amt des Bundespräsidenten. So wird eigentlich Ron Paul hier wahrgenommen. Also alle sagen, ach ja, ist ja schön, aber... Aber Chancen hat er eh keine. Die Frage ist natürlich, welche Meinung du auftrittst auf der Straße, ob das die sind, die Fox News gucken, oder ob das wirklich die sind, die sich ein bisschen Gedanken machen, ein bisschen weiter Gedanken machen. Du, aber ehrlich gesagt, auf der Straße redet darüber absolut niemand. Das ist aber so ein amerikanisches Ding, oder? Dass man absolut über Politik nicht redet und sowieso nicht darüber, wie man wählt, oder? Ja, das ist, glaube ich, ein deutsches Ding. Ich glaube, in Amerika ist man wahnsinnig politisiert, aber man redet auf der Straße einfach nicht darüber. Und vor allem habe ich auch gar keinen Bock, Leute anzusprechen auf der Straße. Und abgesehen davon ist mir also auch nicht, das ist total egal. Jetzt durch dieses, dass er aufgegeben hat, weil im Internet ist Ron Paul ein absoluter Star. Und mehr als über das Internet weiß ich über den auch nicht. Aber da, ja, wenn du weißt du, ja? Janis, weißt du was? Momentan geht es in Amerika um Folgendes. Junge Leute fahren total auf dieses hippe Trendgetränk Red Bull ab, was bei uns seit 20 Jahren die Diskos verpestet und nach Kaugummi und Scheiße schmeckt und keiner mag es, aber alle trinken es, weil sie denken, es muss man machen. Ja. Das haben die jetzt gerade so seit ein paar Jahren für sich entdeckt. Ein riesiger Trend. Und ansonsten interessiert man sich eigentlich für Frauen für Intimrasur und Männer für Intimrasur der Frau. Das ist also darum, geht es hauptsächlich auch im Fernsehen, wenn man es einschaltet, denkt man, es geht eigentlich hauptsächlich darum. Alle Frauen in Amerika, also so oder zumindest so diese New Yorker Mid-20er Szene, die sehen alle aus wie aus einer MTV-Flirt-Serie gesprungen. Wahnsinnig. Aber dabei halt wahnsinnig prüde. Also unglaublich aufgebrezelt und so quasi im Sinne von guck mich nur an und sofort ziehe ich mich nackt aus, aber in Wirklichkeit nichts. Jungfrau bis 45. Wahnsinnig. Ja. Mann und Frau. Gleichermaßen. Okay. Ich möchte keine Vorurteile schüren, aber ich möchte ein paar Vorurteile schüren. Wo wir sind also. Ja, es ist natürlich auch die Frage, was du in New York City aufnimmst oder was Amerika allgemein aufnimmt. Naja, man sagt ja immer, New York ist ja nicht Amerika. Stimmt. Genau. Ist irgendwie auch irgendwas anderes. Ja. Ja. Du, Janis, ich muss auflegen, weil dein Echo wird wieder zu laut. Aber schön, dass du durchgekommen bist und dass wir über Ron Paul sprechen. Ja, ich habe übrigens gar kein Echo von mir gehört. Und im Fernsehen, wenn ich Kabel Deutschland höre, habe ich auch kein Echo. Von daher bin ich... Ernsthaft, du hast aber einfach unglaublich schlechte Boxen. Du hast vielleicht einfach unglaublich schlechte Boxen. Aber ich habe auch eine leichte Verzögerung, glaube ich. Du bist viel eher dran als ich. Also wir sprechen und du... ich kann reagiere verspätet auf dich. Ja, 1, 2, 3... Ja, siehste. Aber das liegt vielleicht auch daran, ich meine, hat alle seine Vor- und Nachteile, dafür ist es bei mir erst 18 Uhr gleich und bei euch ist es schon 1 Uhr oder 0 Uhr. Das ist richtig, ich bin morgen um 7 raus, von daher. Ach du Scheiße. Was ist denn passiert eigentlich bei euch zwischen 18 und 0 Uhr? Es kommt ja erst gleich bei uns an. Was ist denn passiert in Deutschland? Gar nichts. Ich glaube, Bayern hat gewonnen, wir sind irgendwie im Finale von irgendwas und wir sind ganz weit vorne. Wir, Deutschland. Mhm. Deutschland hat wieder mal gewonnen. Deutschland ist ganz weit vorne, international gerade. Europamäßig. Amerikaner, also militärisch oder fußballerisch? Fußballerisch natürlich. Militärisch ist grundsätzlich militärisch. Nicht vorne dabei. Ja, war mal anders, aber auch nur ganz kurz. Und ist auch ganz gut so, dass wir da nicht mehr vorne mit bei sind. Nee, ne? muss sicherheitshalber. Genau. Gebt den Deutschen keine Gewehre. Ganz schlechte Erfahrung mitgemacht. Ja. Ist übrigens ein interessantes Thema. Hier in Amerika ist es ja so wahnsinnig, man ist ja so wahnsinnig stolz auf so militärische Errungenschaften und einen wahnsinnigen Pathos, auch wenn es zum Beispiel um Beerdigungen von Polizisten geht oder sowas, die im Dienst gefallen sind. Das ist in Deutschland, sag ich mal, eher, natürlich ist das traurig dann und aber es ist eher, sagen wir mal, wird eher etwas dezenter verarbeitet. Und das ist also ein wahnsinnig, also dieses Militaria lieben und so, das ist schon echt, echt gewöhnungsbedürftig hier. Ja. Oh. Na gut, aber Janis, wir müssen uns ja nicht gegenseitig irgendwelche Aussagen um die Ohren hauen. Macht dann auch keinen Spaß. Mach's gut. Ich weiß das auch alles, von daher ist es auch... Ich weiß es ja auch alles.
Wir wissen beide eigentlich alles. Ja, eben. Aber wir sagen nicht alles. Nee, das darf man auch nicht. Man darf nicht alles sagen. Du, mein lieber Janis, ich freue mich ganz lieb, dass du angerufen hast, ganz doll, dass du angerufen hast. Und es tut mir leid, dass es hier heute so chaotisch ist. Aber das ist dieses Echo, was uns hier, vielleicht ist es, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall ein Wurm drin. Wir haben einen Bug. Es ist auf jeden Fall ein Wurm drin. Ich möchte nur noch zwei Sachen sagen. Das eine ist, du hörst dich am Handy jetzt ganz anders an als im Radio, was ich faszinierend finde, weil ich mich ewig schon beschäftigt damit, wie hört man sich an selber im Radio, wie hört man sich an, wenn man sich selber aufnimmt. Es ist immer verschieden und du hörst dich jetzt nochmal verschieden an am Telefon. Mhm. Weil ich habe so eine Fistelstimme, ne? Ich hab eine sehr hohe Fistelstimme am Telefon. Ja, am Telefon finde ich es ganz normal. Im Radio finde ich, hat es so eine richtige Fernsehstimme, also eine richtig eine Profistimme, also eine, die groß rauskommen kann, möchte ich sagen. Vielleicht kriege ich eines Tages mal eine Radioshow oder sowas. Eine bundesweite Radioshow, das ist eigentlich mein großer Traum. Man weiß es nicht. Du hast auf jeden Fall das Zeug dazu. Zweitens habe ich dir das erste Mal gehört bei der Folge, wo es ums Alkoholthema ging. Da hast du dich ganz anders gehört. So von der Person her, von der Stimme her, es war alles anders. Ich möchte noch kurz fragen, ob du irgendwas getrunken oder etwas zu dir genommen hast oder irgendwie. Oder ob es einfach nur der Abend war, der gut drauf war. Red Bull als Zäpfchen. Okay, weiß ich Bescheid. In diesem Sinne, Janis. Tschüss, ne? Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Wünsche ich ja auch. 0880 5 mal die 5. Boah, die erste Stunde ist geschafft. Und das war so toll. Also man sollte eigentlich immer mit Echo moderieren. So, mal eben kurz auf meine Liste schauen. Also angegeben damit, dass ich neben Jack White einen See gegessen habe, habe ich schon. Angegeben damit, dass ich mich überhaupt hier heute in New York befinde, habe ich auch schon. Angegeben damit, dass ich den kompletten Cast von 30 Rock getroffen habe, habe ich auch schon. Angegeben damit, dass ich gestern mit Werner Herzog geschlafen habe, habe ich auch schon. Ja, dann bleibt euch jetzt nicht mehr viel, außer zu sagen, ruft doch einfach an. 0880 5 mal die 5. Das Thema ist egal. Offene Themennacht. Ihr habt halt leider nur ein Echo. Und Nina aus Simmersbach ist in der Leitung. Hallo? Hallo, hast du ein Echo? Ich glaube, ich habe ein Echo. Nein. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bambi muss ich auch noch nehmen. Der Echo geht an Nina nach Simmersbach, 26 Jahre alt, für den besten Anruf heute Abend, für die weiblichste Hauptrolle des Abends. Oh, du bist eine Frau, du bist ein 26-jähriges Mädchen, kann man ja fast noch sagen. Du stehst völlig im Saft, hormonell. Optisch, inhaltlich, intellektuell bist du auf dem Höhepunkt deines Lebens, muss man mal so sagen. Morgen könnte es schon wieder anders sein, aber jetzt momentan ist für dich top of the rock. Jetzt weiter nach oben geht's nicht mehr. 26 ist ein tolles Alter. Und du hattest vor allen Dingen vor kurzem Geburtstag. Ja, genau. Da bist du 26 geworden und es war ein tolles Fest. Viele unglaublich attraktive Freundinnen und Freunde aus Simmersbach. Ihr habt gefeiert, Wodka O getrunken, Bacardi-Feeling, Baileys. Nee, ich habe aus den Bauchnäbeln bekommen. Du hast einen Mops bekommen. Ach, endlich. Ja, endlich. Jetzt noch 2 Jahre waren, dann wächst dir der andere. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ich gehe. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Das war eine schöne Sendung. Vielen Dank. Wir spielen erstmal Musik. Nee. Du hast einen Mops bekommen, einen Hund. Ach, das ist aber toll. Ein Kulthund. Gerne. Ja. Wie heißt er? Miss Ellie heißt sie. Oh, ich liebe Hunde. Wirklich? Und Rocher? Mhm. Rocher. Ja, ich mag eher Raffaello. Mhm. Es gibt auch noch andere Süßigkeiten, zum Beispiel Mars, KitKat, Rider, Twix. Snickers. Butterfinger, Corny. Butterfinger. Nogger. Nogger darf man in Amerika nicht sagen. Wunderbar gibt's auch. Wunderbar, genau. Ja, und was macht der Mops den ganzen Tag? Der schnarcht. Willst du mal hören? Nee. Na doch, zeig mal. Zeig mal, wie dein Mops schnarcht, Nina. Das schnarcht nicht. Ich hör überhaupt nichts. Ja, soll mal schnarchen, der Mops? Das ist ein dummes Tier. Der soll jetzt schnarchen. Hallo. Hast du gehört? Das bist jetzt aber du. Das bist jetzt du. Nee, das war meine Freundin hier neben mir. Es gibt gute Nachrichten von Thorsten Heisig. Er schreibt eine Mail über lateline.de an talk@lateline.de. So eine schlechte Unterhaltung hat die Welt noch nicht gesehen. Sie sollten vielleicht besser gärtnern als moderieren. Es ist unverschämt, eine solche Sendung aus öffentlichen Geldern zu finanzieren. Echo? Fragezeichen. Eine Moderation mit vollem Mund? Fragezeichen. Niveau?
Weil, ja, doch, keine ich glaube, Ahnung. Ich glaube, meine Karriere ist in diesem Moment, was heißt Karriere? Kann man das ja nicht nennen, dieses traurige Dasein, was ich hier friste, einmal die Woche, 2 Stunden lang Selbstgespräch mit Zuhörern. Das ist in diesem Moment, wird mir klar, dass das eigentlich all die Jahre, die ich das jetzt schon mache, immer großer Schwachsinn war. Ja, dann müssen wir vielleicht mal eine Palette Red Bull bestellen. Oder Flying Horse. Oder gibt's noch, was gibt's noch für andere Energy Drinks? Wir dürfen keine Schleichwerbung machen. Da gibt's auch so große Flaschen, Magic Man, aber die drücken Magic Man, das ist richtig cool. Magic Man ist richtig cool. Ich möchte eines Tages, oder ich wäre gerne in einer Familie aufgewachsen, wo man mir morgens eine Schüssel Frosties mit Magic Man aufgegossen hätte. Weißt du, anstatt Milch. Frosties mit Magic Man. Wo Mutti dann aus dem Kühlschrank eine große 1,5 Liter Flasche Magic Man rausholen und mir damit die Frosties aufgießt. Mmh, ja. Lecker. Man ist wach und hat Cerealien zu sich genommen. Ja, dann könntest du Rob Green bei der Morningshow Konkurrenz machen. Rob Green sagt mir überhaupt nichts. Aber Nina, lieb, dass du angerufen hast. Grüß mir deinen Mops. Und vielleicht kriegst du ja eines Tages noch einen zweiten. In diesem Sinne, tschüss, ne? Du ja, konntest mir das nicht verkneifen. Ja, viel Spaß. Tschüss. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Und heute ist die Nacht der billigen Witze, denn heute muss alles raus, ist Schlussverkauf. Resterampe, Rudis Resterampe, Resteposten müssen raus, denn es muss Zeit gefüllt werden. Wir haben ein wahnsinniges technisches Problem. Alle Anrufer, die heute durchgestellt werden, bekommen ein Echo. Und sowohl Marc, unser diplomierter Kartenleger, aber auch im Nebenberuf Techniker, der in Frankfurt sitzt, aber auch nicht, auch Sven, der unglaublich fette, wahnsinnig, dieser riesige Butterberg, der hier mit einem 13er Maulschlüssel durch Studio New York tigert. Die beide können dieses Problem nicht beheben. So ein bisschen wie Pat und Patachon, wie sie hier versuchen, da an den Kabeln rumzuzwirbeln, aber das Echo geht nicht weg. Vielleicht liegt es daran, dass wir einfach über den Atlantik rüber senden und dass da zwangsläufig irgendwie ein Echo entsteht. Deswegen wird heute viel Scheiße geredet, merkt ihr ja. Und vielleicht lese ich einfach mal ein paar Sachen vor, die ihr jetzt schreibt im Internet. Das ist eine neue, Internet ist so eine neue Einrichtung, die hat die ARD zugunsten von Thomas Gottschalk ins Leben gerufen und gekauft. Und da können Leute dann ihre Meinung, die sie sonst immer schön für sich behalten haben oder allenfalls mal der Lokalzeitung per Leserbrief zugeschickt haben, kundtun, was eigentlich in den meisten Fällen immer relativ überflüssig ist, aber wir lesen es halt hier vor, um Zeit zu füllen. Jetsetterin sagt, dass sie es sexy findet, wenn ich das Wort Malaise gebrauche. Mhm. Malaise, viele wissen gar nicht, was es ist. Es ist das, was man, ein anderes Wort für das, was man anstatt Ketchup auf die Pommes tun kann. Es gibt Ketchup und Malaise kann man da drauf tun. Ei und Öl. Jetsetterin, die gleiche wie eben. Ach so, Carmen G. heißt sie jetzt aber. Findet es beschämend, dass in der Late Line Nicki Minaj gespielt wird. Das hätte sie nicht von uns erwartet. Schließlich wird ihr hochwertiges musikalisches Schaffen auch keines Hörens gewürdigt. Dabei hast du mir das damals bei der Hüttengaudi versprochen, Jan. Ach, Carmen, du bist das. Ja, bei der Hüttengaudi damals. Das habe ich dir in St. Moritz, als wir da waren, zusammen. Habe ich dir das versprochen. Liebe Grüße, Carmen. Sorry, dass es nichts geworden ist, aber ich schicke dir das Geld wie immer über Western Union. Einmal im Monat für den Kleinen. So, Marc schreibt, wenn man genug Glump getrunken hat, stört das Echo nicht. Glump ist ein Erfolgsgetränk, ein Konzept, das ich entwickelt habe. Es ist ein Startup-Unternehmen, das ich hier mit eurer Hilfe in den letzten Wochen schon entwickelt habe und was mit Riesenschritten der Marktreife entgegengeht. Handelt sich um einen Energy-Drink. Ich erkläre das gerne nochmal, weil viele Leute ja zugeschaltet haben, jetzt sich auch fragen, warum ist der in New York? Nun gut, ich erkläre es euch. Ich befinde mich heute am 26., mittlerweile 27. April 2012 in der Stadt New York, der Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika, weil ich hier den Markt sondiere. Ich habe einen Energy-Drink erfunden, weil ich finde, dass alle Energy-Drinks, die ich kenne, nicht schmecken und mir andere Leute damit viel zu viel Geld verdienen. Ich habe einen Energy-Drink erfunden, es handelt sich um Cola mit Alkohol. Nicht eine Cola-Alkohol-Mischung, wie zum Beispiel Cola-Wodka, Cola-Rum oder Cola Baileys oder was, irgendwas, keine Mischung mit anderen Alkoholsorten, keine Art Cocktail, sondern einfach nur Cola mit Alkohol. Also fermentierte Cola. Cola, die einfach Alkohol hat. Hat 2 Vorteile, schmeckt nach Cola, macht betrunken. Wach und betrunken, einer der Slogans, den ich jetzt im Pitching schon mehrmals gebracht habe, ist Awake and Drunk. Glump. Awake and Drunk. Oh, hört im Hintergrund die Polizei. Hört man's? Ja.
Da ist die Polizei vorbeigefahren. Glump, Awake and Drunk ist einer der Slogans, die ich teste gerade in Fokusgruppen hier in Amerika. Weil natürlich ist der amerikanische Markt natürlich, ist natürlich reizvoll für so ein Produkt. Die Leute wollen betrunken sein, sie wollen wach sein, sie wollen Lifestyle, die wollen Lebensgefühl. Feelings ist ein Riesenthema hier. Und deswegen versuche ich ja zu sondieren mit Vertriebspartnern, Kooperationspartnern, Marketingagenturen, Werbern, Forschern, Energy-Drink-Entwicklern und natürlich allen voran dem US-amerikanischen Wirtschaftsministerium, bin ich hier dabei, Glump flächendeckend in den Vereinigten Staaten einzuführen, um das dann eventuell wieder nach Deutschland zu reimportieren. Zum einen, natürlich, klar, ist natürlich Umwelt nicht sehr umweltfreundlich, aber man verdient natürlich über den Transport nochmal Kohle. Das heißt, Glump wird in Deutschland fabriziert, Cola mit Alkohol, nach Amerika exportiert, auf dem amerikanischen Markt verkauft und Restposten werden dann als Reimport in Deutschland zum doppelten Preis wiederverkauft. Brillante Idee, da wird die Wertschöpfungskette ausgereizt bis zum allerletzten und ich bin gerade dabei, Slogans zu entwickeln. Wir haben vielen Dank auch übrigens über Twitter sehr viele Einsendungen bekommen. Letzte Woche war Glump sogar in den Trending Topics bei Twitter und wir versuchen es auch in dieser Woche wieder Glump ganz nach oben zu katapultieren und vor allen Dingen vielen Dank für all die lieben Einsendungen. Glump-Logo, eine Glump-Dose wurde schon entworfen, Glump-Slogans und vielen Dank, dass ihr fleißig daran mitarbeitet, dass Glump der erfolgreichste Energy-Drink in der Bundesrepublik Deutschland wird und vor allen Dingen, man muss es auch mal auch so sehen, deutsche Arbeitsplätze, klar. Deutscher Drink, deutsche Arbeitsplätze, das sind natürlich hochqualifizierte, hochbezahlte Arbeitsplätze. Wir haben immer noch ein riesiges Arbeitslosigkeitsproblem in Deutschland. Und da bin ich natürlich stolz und glücklich darüber, dass wir mit dieser Marke Glump Menschen eine Chance anbieten können. Wer träumt nicht davon, den ganzen Tag an einem Fließband zu stehen und Kohlensäure in Energy-Drink-Dosen reinzufüllen? Nun gut. Ich möchte mich da nicht verplaudern. Ihr merkt, ich könnte da stundenlang drüber reden. Und vielen Dank, Holger Matt schreibt hier bei Twitter schon einen schönen Slogan für den amerikanischen Markt Glump. Taste the US Spirit. Sehr gut. Das ist nicht zu kreativ, das ist nicht zu artifati. Das ist bodenständiger Slogan. Das ist, ich finde auch gar nicht schlecht, Glump. Lecker, lecker. Glump, lecker, 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 lecker. Das ist sehr volkstümlich und kommt mit Sicherheit auch ganz gut an. Ich werde es direkt mal pitchen, unserem nächsten Anrufer, Uli, 53 Jahre alt. Ah, oh, Kernzielgruppe aus Klöschwitz, auch noch Ostdeutschland, oder? Ist es Ostdeutschland? Uli? Klöschwitz. Kommst du aus der Zone? Ja, ja, ist doch, früher war die besetzt, jetzt ist sie frei. Mhm. Ich dachte, du wirst ja nicht fertig. Nee, ich muss, ich habe hier so ein... Ja, es geht, ich habe heute so einen Monolog, eine Monologsendung, weil wir ja dieses technische Problem haben mit diesem Echo, das dich jetzt wahrscheinlich auch peinigt in den nächsten drei Minuten. Das verfolgt dich ein bisschen. Kleine Sünden straft der liebe Gott sofort, ne? Wenn es nur mit dem Echo ist. Ja. Jo. Also, mein lieber Uli, worum geht's bei dir? Ich wollte dir bloß sagen, ich sitze hier in der freien Natur am Lagerfeuer, trinke mein Bierchen. Und dachte, Schön. Der Mensch da im Radio will nicht aufhören mit Reden. Nee, geht nicht. Ist so. Ja, ja. Nee, ansonsten wollte ich kurz mal Hallo sagen. Ne? Ja, hi, grüß dich. Du hattest doch vorhin über Komiker gesprochen, ne? Die Lieblingskomiker der Deutschen. Ja. Ja, ich wollte bloß sagen, mein Lieblingskomiker ist Guido Westerwelle. Den hatte er noch gar nicht irgendwie im Programm. Ganz kurz mal eben, Uli, bevor wir da weiter in Medias Res gehen. Verstehe ich das richtig, dass das Echo jetzt auf einmal aufgehört hat? Nee. Du bist auf dem Hast Handy du noch ein Echo? Schneller wie, du bist im Handy noch schneller wie im Radio, Alter. Hast du jetzt ein Echo oder hast du kein Echo? Ja. Marc, haben wir jetzt noch ein Echo oder haben wir kein Echo mehr? Ich muss mal eben kurz Marc, unseren Techniker, fragen. Marc, haben wir jetzt ein Echo oder? Marc, ist noch da, aber es ist viel leiser. Feedback. Feedback ist wichtig. Feedback. Ich brauche immer Feedback. Ja. Feedback und Coaching ist wichtig. Feedback und Coaching. Wahnsinn. Gut. Marc, vielen Dank. Also wir haben noch Echo. Gut, ich bin beruhigt. Ich dachte, das Echo wäre schon weg. So, also du bist in der freien Natur, ist das ein... Hier in der freien Natur hast du kein Echo, hier ist alles ruhig, hier
Die Vögel sind jetzt ins Bett gegangen, du hörst nochmal einen Hahn krähen, ein bisschen das Feuer. Ja, du bist leicht angetrunken. Uli, du bist leicht angetrunken, Uli, ne? Nein, nee, das will ich nicht mal sagen. Also leicht ist das nicht mehr. Also aber wirklich schwer angetrunken. Ansonsten kann man ja das, naja, alles klar. Nein, also betrunken sein ist ja okay, wenn man nicht dann irgendwie besoffen im Kopf den Fehler macht, irgendwo bei einem Radiosender anzurufen, der einen dann bundesweit ausstrahlt, dann ist ja alles in Ordnung. Du, aber sag mal, Uli, was ist das für ein Campingplatz, auf dem du dich befindest? Ist das wirklich in freier Natur, in freier Wildbahn, einfach leben und leben lassen? Das ist im schönen Saaletal, muss ich dir sagen. Hier ist viel Platz. Das sind ein paar Dauercamper und ansonsten kannst du hier wirklich die Natur genießen, angeln, Feuer machen, alles topi. Wunderschön. Und du bist alleine unterwegs oder mit Familienanhang? Bist du alleine da oder mit Anhang? Ne, heute bin ich alleine. Heute habe ich immer frei, ne? Und das heißt, normalerweise ist dann auch die ganze Familie bei dir da im Wohnwagen? Ja, naja, Logo, ne? Das ist hier alles so ein bisschen, naja, sag ich mal, familiär, ne? Ja, und du bist ein richtiger Dauercamper, wie man ihn so kennt. Ja, kann man so sagen. Ne? So ein richtig deutscher Urtyp, so ein richtiger, sowas gibt's wirklich nur in Deutschland, ein Dauercamper. Ja, aber nicht so, wie du es aus dem Fernsehen kennst, so die... Ja, nee, klar, viel edgier und so. Also, das ist aber, dein Credo lautet, mobil leben, ja, aber nicht bitte nicht mobil. Was? Nicht mobil? Ja, mobil leben, ja. Mobiles Leben, mobiles Wohnen, Camping, immer unterwegs sein, aber bitte nicht immer unterwegs sein. Also ja, nimmst du quasi beides, von allem das Beste. Also, Camping-Feeling, aber halt nicht rumreisen. Na doch, im Sommer ja. Mhm, wo geht's dann hin, an den Plattensee? Nee, da geht's nach Mecklenburg, ins schöne Mecklenburg. Oh, schön, Mecklenburg ist ja so schön stellenweise. Dann kannst du auch wunderbar in Ostfriesland campen, ja, und oder... Oh, wunderschön, wunderschön. Ja, aber Mecklenburg, du wunderschön, wunderschön, naturbelassene Nazis überall. Also richtig schön, also, wie man sie kennt. Das nur nicht jetzt, ne? Das ist ganz natürlich ungewohnt. Scheiße, nee. Das ist Käse, sowas, ne? Ja, aber nun... Was? Nee, weil du gerade dieses Thema ansprichst, also das hat mit unserem Camping nichts zu tun. Also. Natürlich nicht, aber wie sieht's denn aus mit FKK? Das ist ja auch so eine Sache. Viele Camper sind ja auch gleichzeitig noch Fans der Freikörperkultur. Wie sieht das bei dir aus? Ja, das war früher bei uns in der DDR nun kein Thema, da konntest du FKK machen, das war normal. Ne? Das ist heute ist das viel verpönter eigentlich, ne? Ja, ne, da wurde ja durch diese... Naja, ich sag mal so, die westdeutschen Mitbürger, die haben da irgendwie ein Thema draus gemacht. Das war früher bei uns nur kein Thema, ne? Ja, weil das ist letztlich auch das gewesen, da konnte der Staat dann nicht eingreifen. Das war dann, wo dann die Bürger der DDR gesagt haben, das kleine bisschen Freiheit in diesem Unrechtsstaat, das nehmen wir uns raus, dass wir nackig da durch die Gegend laufen können. Da kann doch der Staat nichts sagen. Wir sind nackt, wir können machen, was wir wollen. Das war doch die Freiheit, die man damals genossen hat. Und genauso wie mit dem Sex. Das ist ja nun mal kein Geheimnis, dass Menschen in Ostdeutschland viel einfallsreicher, viel kreativer sind als ihre fetten, satten, vom Kapitalismus versauten Verwandten aus Westdeutschland. Die haben einfach, weißt du, du hattest ja nichts. Aber so ist es doch. Du hattest Asbest in der Firma überall. Die Klamotten waren alle die gleichen. Deine Autos haben gestunken und waren laut. Und du warst ja doch froh, wenn du zu Hause... nackt zu Hause rumliegen und aneinander rumspielen. Das konnten die halt. Und da konnte die Stasi auch nicht viel machen, weil Sex war erlaubt. Es war erlaubt, waren, auch für den Fortbestand des Sozialismus. Verseucht, alle, ne? Der Stasi war ja auch verseucht, Asbest verseucht, ne? Ist das so? Ja, die waren auch Asbest verseucht, ne? Ja, das war, bei uns war das alles nicht so einfach im Osten, ne? Aber es werden ja jetzt schlaue Sachen darüber geschrieben, ne? Das wird alles auf hier. Ja, im Nachhinein wird das immer so intellektualisiert, so verklärt. Da wird das dann alles viel schöner dargestellt, als es eigentlich war. Es war eine Scheißzeit 40 Jahre lang. Machen wir uns mal nichts vor. Ihr wolltet Bananen haben, das Fernsehprogramm war kacke. Man durfte nicht ausreisen. Das Schlimme war ja, wir hatten damals, sag ich mal, krumme Bananen und heute wird sich ja drüber gestritten, ob die nur gerade oder krumm sind, ne? Wir waren froh, wenn wir eine hatten, ne? Mein lieber Uli, ich freue mich, dass du warst heute übrigens der älteste Anrufer bei der Late Line mit 53. Echt? Das ist aber nicht so, das ist aber nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Bis wie viel darf man anrufen bei euch? Bis 1 Uhr
bis 1 Uhr. Nee, ich meine, wie alt darf man denn sein so jetzt? Ach so, also man sollte höchstens 14 sein, das ist ganz wichtig, höchstens 14. Ach so, 14, gut. Ja, ich verstehe das dann auch. Ich meine, manche Sachen kann man dann auch nicht mehr verstehen in dem Alter, ne? Da kommt genau. man dann auch nicht mehr ja. so mit, ne? Gut, ist eine Jugendsendung. Wir haben, was ist ja. denn, ganz kurz noch eine, ganz kurz, was ist deine aktuelle Lieblingsband? Würde ich nochmal ganz kurz fragen, um so ein bisschen einschätzen zu können, was du für ein Typ bist. Aktuelle Lieblingsband. Also wenn du mir genau. Mal ein Liedchen hier spielen möchtest für mich, dann würde ich mir eher den Walkürenritt wünschen von Wagner. Ich weiß nicht, ob das die Hörer hier kennen, ne? Den Walkürenritt von Wagner. Na? Das werde ich dir jetzt das mal eben organisieren. Warte mal. Sache, Alter. Mhm. Mhm. Ich werde es mal eben organisieren. Es kann einen kleinen Moment dauern. Möchtest du in der Zwischenzeit noch irgendwas sagen? Naja, ich würde sagen, schön, dass ich durchgekommen bin. Du bist echt in New York gerade, ja? Ich bin wirklich gerade in New York, ja. Dann grüße ich dich aus Glöschwitz, ne? Ja, vielen Dank. Ich grüße auch zurück nach Glöschwitz, das New York des Ostens. Ja, gut. Nur, dass die Häuser halt viel niedriger sind und es keine Arbeitsplätze gibt und wahrscheinlich auch Nazis halt auch, ne? Nazis würde ich hier, sehe ich gerade nicht hier irgendwo, ne? Ja, du übrigens, ich habe herausgefunden, in Deutschland ist ja der Hitlergruß illegal, ne? Das ist ja verboten, in Deutschland Hitlergruß zu machen. Es ist strafbar, wenn man in Deutschland Hitlergruß macht. Das ist in Amerika nicht so. Also hier kann man quasi, wenn man möchte, kann man sich theoretisch auf die Straße stellen und den Hitlergruß machen. Es wäre nicht strafbar im eigentlichen Sinne. Aber als ich das dann quasi kürzlich auf einer Feierlichkeit hier erzählte, einer Amerikanerin, da sagte die Amerikanerin zu mir, ja, das könnte man machen, aber man würde halt in Amerika sofort was dafür auf die Fresse bekommen, vom Nächsten, der an einem vorbeiläuft. Und da habe ich mich gefragt, ob eventuell der Hitlergruß in Deutschland deswegen illegal ist, weil man nicht postwendend, wenn man ihn auf der Straße macht, einen auf die Fresse bekommt, sondern die Leute sich überlegen, Momentchen mal, da macht einer Hitlergruß. Da kenn ich dir nicht weiter. Vielleicht mach ich den einfach auch und dann, genau wie mit dem Verbot von Mein Kampf. Weißt du, das ist ja verboten in Deutschland. 2015 wird Mein Kampf wieder erlaubt, weil dann die Urheberrechte abgelaufen sind, wenn die Piratenpartei bis dahin nicht die Macht übernommen hat und viel früher die Urheberrechte verboten werden. Ja, so pass auf, Moment, Uli. Haben die eigentlich eigene Schiffe, die Piratenpartei so? Die haben eigene Schiffe, ja. Und ich habe ja nur Beunruhigendes gelesen aus den Zeitungen, die ich hier 3 Tage später mir aus dem Internet runterlade aus Deutschland. Habe ich das richtig verstanden, dass die Piratenpartei so NSDAP-artig komplett Deutschland übernommen hat in Deutschland? Ich habe sowas gelesen wie Nazi vergleichen sich mit den Nazis, der Aufstieg der Piratenpartei wie die Nazis. Ist das jetzt so, dass da mittlerweile in Deutschland Menschen mit brennenden iPhones Fackelzüge durchs Brandenburger Tor machen? Tja, das weiß ich nicht so richtig. Also ich bin hier weit weg vom Schuss, denke ich mal so, ne? Ach so. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich würde mich iPhone, da sehr drüber dachte ich immer, das kommt so aus das sind so von den Hühnern, ja, die so dioxinverseuchte Eier, hat das nichts mit iPhones jetzt zu tun? Nee, das ist iPhone. iPhone, das ist ein Gift. iPhone ist ein Gift. Und iPhone ist ein Telefon. iPhone ist ein Gift. iPhone. iPhone. Aber das ist ein anderes Thema. Du. Ein normales Handy jetzt. Ja. Uli, du musst, glaube ich, zur Delfintherapie. Ich muss mal auflegen. Tschüss, ne? Jo, mach gut, Alter. Mach du auch gut. Tschüss, ne, Uli? 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer der Late Line. Und ihr habt heute alle ein Echo. Also jeder, der anruft, bekommt ein Echo von uns. Kostenlos. Das ist bezahlt von euren Rundfunkgebühren. Das ist heute so ein Gimmick. Das ist quasi jeder bekommt ein Echo. Ich trinke mal ein Schlückchen von diesem. Was ist denn das hier überhaupt? Wasser. Aha. Ja, ist noch. Die müssen bekehrt werden. Hier wird Wasser ausgeschenkt. Aber die Leute sollen natürlich Glump trinken, das Getränk dieser Sendung. Und ich möchte euch bitten, auch wenn es möglich ist, zumindest schon mal den Markt zu bereiten. Bis zur Markteinführung wird es noch ein bisschen dauern, weil man muss natürlich, wenn man so ein Trendgetränk erfindet, muss man da wahnsinnig viele Auflagen erfüllen, behördliche Auflagen. Man darf keine Sägespäne da reinmischen, Kinder dürfen sich nicht daran vergiften und so weiter. Also alles sehr schwer zu erfüllende Auflagen, bis dann so ein Getränk die Marktreife erreicht hat. Aber es wäre schon schön, wenn ihr quasi so Guerilla, wenn ihr bitte Guerilla-Marketing macht, für die Glump heißt das Getränk, was ich erfunden habe, Cola mit Alkohol, GLUMP. Und das wird eingeführt in 3 bis 4 Monaten, 5 bis 6 Monaten, vielleicht auch je nachdem, wie schnell ich bin. Ich mache das alles noch selber.
ich habe zu Hause mehrere Kästen Cola auf die Heizung gestellt und wenn ich jetzt dann zurückkomme, hoffe ich, dass da schon Alkohol drin ist. Dann wird es umgefüllt und dann wird es verkauft für sehr, sehr viel Geld. So 5 Euro die Dose oder so. Und dann, also es wäre wichtig, dass ihr das schon mal vielleicht mal morgen in der Schule erzählt oder in der Uni oder auch in der Berufsschule oder im Bastelkurs von der Förderschule schon mal erzählt, dass Glump voll cool ist. Und dann wird es, wenn es eingeführt ist, werde ich es viel einfacher haben, sehr schnell sehr reich zu werden, weil das ist letztlich das primäre Ziel. Bei diesem, Entschuldigung, vielleicht kurz verschluckt, ich muss einmal was trinken. Wasser hier. Toll schmeckt das. Richtig toll. Ein bisschen nach Chlor, richtig lecker. Wie Schwimmbad zum Trinken. Ben ist eine Frau und ist Mitte 40 und sie kommt aus Frankfurt am Main. Hallo Ben. Oi, stimmt schon mal gar nicht. Ich komme nicht aus Frankfurt. Wenn das stimmt, dass du gerade in New York weilst, in der Stadt New York, ja, dann bist du gerade in meiner Heimatstadt. Du kommst aus New York? Ursprünglich, ja. Ursprünglich, das hört man noch ein bisschen am Dialekt noch. Ach ja, aber wie, ne? Ein kleines bisschen. Alte Frankfurter Dialekt. Wie hat es dich denn verschlagen von New York nach Frankfurt? Wie ist das passiert? Meine Mutter hat mich wieder rübergeschlagen. Oh. Rübergeschlagen mit einem Schläger und dann bist du über den Atlantik geflogen, das heißt, wie Mami, so ein Tennisball. Mami, ich will nicht nach Deutschland, halt's Maul und schwimm weiter. Ne? Und dann hat sie hochgeworfen und dann so einen schönen Roger Federer. Genau, und dann zack, gelandet in England. Jawohl. Genau. So, und jetzt, du möchtest mir heute Karten legen. Ja, wenn du es drauf anlegst. Übrigens, wo ist mein Echo? Ich höre nichts. Das ist vielleicht, weil du vielleicht eine esoterische Frau bist, eine Frau mit übersinnlichen Fähigkeiten, dass du das Echo weggemorpht hast mit deiner Geisteskraft. Ich Echo wollte. Und ich bin naja, gut. Vielleicht kriegst du einen Komet, der ist nicht ganz so geil, aber ein Komet wäre vielleicht noch drin. Komet von Grönemeyer ist gut, kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Das ist ein Lied, Wahnsinn. Grönemeyer ist in Amerika verboten. Das stimmt gar nicht, der hat sogar auf Englisch schon einen Song gesungen. Man darf einen Hitlergruß machen, man darf aber keinen Grönemeyer hören. Das ist nicht ja, mir haben sie auch schon Hitlergruß damals gemacht. Das fand ich kacke. Ach du, es gibt übrigens schlechte Nachrichten. Lukas Zimmermann schreibt über talk@lateline.de. Mhm. Lieber Jan, bitte behaupte doch nicht immer, dass New York die Hauptstadt der USA ist. George Washington bekommt jedes Mal, wenn du das sagst, einen Herzinfarkt in seinem Grab. Nach ihm ist nämlich die Hauptstadt der USA benannt. Ach. Washington D.C. Was heißt denn eigentlich D.C.? Weißt ach, du jetzt das weiß ich's. Ja. The Capital. District the of Capital. Columbia. I don't know, wie der Kolumbien ist das die damit Hauptstadt reinkommt. Von, ist das die Hauptstadt von Amerika? Ja. Washington? Das ist ein Distrikt aber eigentlich. Aber New York ist doch viel... Eher eine Stadt oder ein Distrikt, das ist kein Staat. Mhm. Sonst hätten wir ja 51. Ach so, interesting. Mhm. Naja gut, aber Ben... Aber das Witzige ist, der Washington wurde vereidigt in New York City. Ach guck, ja. Vereidigt? Da hat er seinen Oath of Office abgelegt. Ja, weil ich meine, es gab natürlich die Stadt Washington noch nicht, als Washington lebte, ist ja Logo. Ja, es war auch mal, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber New York war mal eine Zeit lang eine Hauptstadt von USA. Wirklich? Ja. Ich weiß glaube ich fast gar nicht. Doch. Ich weiß nicht wie lange. Leider gibt es keine Möglichkeit, das herauszufinden. Doch. Es gibt keine Möglichkeit, das herauszufinden. Mit Sicherheit gibt es das. Nämlich? Also, ich weiß es nicht, Geschichtsbücher, keine Ahnung. Aber, müsste irgendwie gehen. Und irgendwann, ich glaube, Philadelphia war auch mal. Aber auch nur, kurz. Wusstest du übrigens, dass die Stadt Leverkusen bei Köln und Heimstätte des Fußball-Bundesligisten Bayern 04 Leverkusen auch nach einem Menschen benannt wurde, nämlich nach Karl Leverkus, dem Gründer der Bayer-Werke. Der hat eine Stadt um seine Werke herum gebaut und da hieß mit Nachnamen hieß der Leverkus, also wie Washington eigentlich, George Washington. Und Karl Leverkus hat die Stadt quasi, wo seine Mitarbeiter gewohnt haben für sein Unternehmen, hat er einfach nach sich selbst benannt, nach Leverkusen. So okay, wenn er so für seine Leute was tut, darf er sich auch mal was benennen. Aber das ist doch krass, wie größenwahnsinnig muss man denn sein, wenn man eine Stadt nach sich selbst benennt. Warum nicht? Es gibt ja auch Bensdorf. Aha, schon gut. Achso, ja. Jetzt sehe ich es hier gerade, dass die Stadt erst 1930 so hieß. Achso. Na, vielleicht haben vorher? Die das nach ihm genannt schon. Ist auch egal. Ist ja auch eigentlich egal. Also. Du wolltest Karten ja, legen, also ne? Dann konzentrier dich mal. Ich misch dich jetzt da mal rein. Ja, aber nicht mit irgendwie so mit Sensen und sowas, wo man dann sagte, dass du morgen stirbst. Ja, die stirbst ist und leider so. Mit drin, aber wenn du sie nicht rausziehst, ist gut. Also. Ach so, alles klar. Ich bin gespannt. Ja. Was sind denn mit komisch? Woher und weißt jetzt? Du das mit Sensen? Du bist gut. Es könnten ja auch andere Karten sein, wo keine Sense drin vorkommt. Ich bin Hellseher. Ach so. Also, jetzt dann schieß mal los. Okay,
wie machen wir das? Ja, ich ziehe sie jetzt nicht, du ziehst sie doch jetzt genau, heraus. Ich ziehe die jetzt drüber oder wollen wir es abzählen? Das dauert zu lange, ne? Ich hätte gerne die Karte Nummer 2. Also, okay, hoch von oben. Eins, von zwei. Von oben die zweite, okay. Ja. Okay, weiter. Ich brauche noch ein paar. Und die dritte und die vierte. Drei, eins, drei, vier. Und jetzt haben wir und jetzt hier noch ganz unten, die ganz unten unterm Stapel liegt. Die ganz unten, okay. Jetzt haben wir vier Karten. Hast du das gelernt aus der Mickey Maus oder wo hast du das gelernt? Nee, von der Freundin. Achso, und was sind das jetzt für Karten? Die nennen sich Lenormand-Karten. Ja, aber ich meine, was habe ich jetzt für Karten gezogen? Achso, warte mal. Ich sind jetzt erst vier. Ich guck mal, ob jetzt überhaupt schon was rauskommt, weil. Ja, das kann man sich doch einfach eh ausdenken. Ach, du ist doch ganz lieber cool. Gott, was ist das denn? Ach du Scheiße. Ja. Ich brauche noch ein paar Karten, das geht so nicht hier. Also sag mir noch. Ja, was. Ich hätte noch gerne Pik Ass, Karo. Machen wir noch ein paar. Porsche Boxster. Ja, das ist Porsche gut. Boxster mit 300.000 Umdrehungen. Vielleicht kommt ja das Auto. Nee, hier ist kein Auto drin. Mach noch mal drei Nummern. Schnell. Oh Gott, oh Gott. 8, 23, 46. Ja, nicht so viel, nicht so hoch. Man, nimm einfach irgendwelches, mir doch egal. Okay, zack. 1, 2, zack. Ist das und egal. Und. So, Brief von einem Freund, was? Neuigkeit. Also du hast ganz bald einen Erfolg. Erfolg, yes. Ja. Es heißt aber, es bezieht sich auf, kann ich ja nicht sagen, du hast unsere Pläne. Oh. Du hast Pläne, aber da ist irgendein Verlust mit verbunden noch. Mhm. Also du wirst irgendwas verlieren, was auch immer, das kann auch was ganz Harmloses sein. Mhm. Und wirst aber Erfolg haben und dann hast du also neue Pläne, die beziehen sich auf einen Freund, der dir eine Nachricht zukommen lässt. Ich habe leider absolut gar keine Freunde, das ist gar kein Scherz, da wirklich niemanden. Klar, vielleicht kriegst du ja einen neuen Freund, das kann auch sein, eine neue Freundschaft über den Briefkontakt. Ja, und die verliere ich dann erstmal, oder wie? Oder ich verliere erstmal was? Der Verlust bezieht sich auf den Erfolg, da ist irgendwas, was du verlierst. Ach, vielleicht die Sendung, weil ich irgendwie heute, glaube ich, zweimal Hitler gesagt habe oder sowas. Oder NSDAP. Ich habe, glaube ich, Nazis gesagt. Nee, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Das war ja... Das ist ja... Warte mal, mal gucken. Was geht der Verlust? Ja. Ach, zack. Streit, ne? Was? Du verlierst... irgendeinen Streit. Verlierst einen Streit. Mhm. Einen Rechtsstreit. Muss nicht sein. Ein Rechtsstreit vielleicht? Also mit Recht ist hier nichts. So. Aber das bringt irgendwie Erfolg. Den verlorenen Streit bringt mir Erfolg. Ja. Da muss manchmal durch das Feuer gehen. Genau. Um Wasser zu. Genau. Muss manchmal Schmerzen erleiden, um dann irgendwann gesund zu werden. Da kann ja sein, dass du ein paar Worte verlierst irgendwo, die vielleicht nicht so ganz angebracht waren und dann wups und dann auf einmal wendet sich das Blatt. Nicht. Kann sein. Mhm. Ich habe heute, glaube ich, mehrfach schon Schimpfwörter gesagt. Oh. Und war unziemlich zu Leuten. War unziemlich. Und du hast das gute New Yorker Leitungswasser getrunken? Lecker. Es schmeckt wie Schwimmbad. Gut, ne? Das Tollste ist beim Duschen. Ich habe ja diese schlechte Angewohnheit, was ganz schlecht sowohl für Haut als auch für Haare, dass man jeden Tag duscht. Ich mache es aber, weil ich sonst wahnsinnig anfange zu stinken. Ich habe die Angewohnheit, jeden Tag zu duschen. Und wenn man das hier in New York macht, ist man nach Tag 2... ungefähr sieht man auf dem Rücken und auf dem ganzen Körper sieht die Haut so aus wie so Sandpapier. Oh Gott. Ich glaube, das ist von der internationalen Kosmetikindustrie so gemacht, dass man, wenn man in Amerika duscht oder gerade in New York, das ist so voller Chlor, das Wasser, du bist komplett ausgetrocknet. Man kann damit hinterher mit dir einen Parkettboden schmürgeln mit der Haut, weil das so, und da tust du da Creme drauf. Das bringt überhaupt nichts. Es saugt dann so komplett schlupp, die ganze Creme ein und die Haut wird überhaupt nicht besser. Ganz schlimme Haut. In welchem Stadtteil befindest du dich denn gerade? Ich befinde mich gerade im Studio New York der ARD. Das ist Manhattan, heißt das hier, Manhattan. Und zwar, ich glaube, 41. Straße, Ecke, 3. Avenue oder so. Mhm. Also wenn ihr Freunde habt, die jetzt in den nächsten 28 Minuten hierher kommen wollen, um mir aufzulauern, um mich dann unten... zusammenzuschlagen oder sowas. Gerne. Bitte nicht. 41. Straße, Ecke, 3. Avenue. Da befinde ich mich gerade und da werde ich dann... Nee, das ist aber super. Es ist super schön hier. Du bist ganz freundliche Mitarbeiter, halt wie gesagt, nur unglaublich dick, weil die halt sehr viel Mayonnaise essen. Es gibt übrigens hier Baconays. Das ist Mayonnaise mit Bacon-Geschmack. Hä? Ja.
Gott. Wenn Leute sagen, ich esse gerne auf meinem Toastbrot Mayonnaise, aber sie soll bitte nach Bacon schmecken, dann kann man sich hier Bacon-Nase nehmen. Das ist quasi Mayonnaise, die nach gebratenem Speck schmeckt. Hör mal, geh lieber an schönen wie gibt's denn diese Bagel-Shops da und hol dir einen schönen Bagel. Mhm. Kennst du die? Wahnsinn. Bagel. Bagel. Sind das nicht Hunde? Nein, das sind Beagles. Bagel, das ist sowas, sieht aus wie ein Donut, ist aber härter, ist was anderes mit. Nee, Bagels sind doch, sind, ist doch, ist jüdisches Gebäck, Wahnsinn. Toll. Sagen Bagels sind doch, die sind doch, Bagels gibt's in New York. Bagels. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, nee, yeah, also, yeah. Ohne was, die gibt's mit Zwiebeln, like die gibt's mit Mohn, no? Die gibt's mit Sesam, mit allem möglichen. Wahnsinn. Du weißt, du kannst, werde ich mir morgen mal reinziehen. Du, Ben, ich bedanke mich, dass du... Mit Butter toll, sagenhaft. Frischkäse, Lachs, alles drauf, ne? Ist alles möglich. Weiß ich nicht, aber du kannst es belegen auch lassen, ja. Ich freue mich ganz lieb und doll, dass du... Give my regards to Broadway. What? Give my regards to Broadway. Ja, sei mir so regards zu Broadway. Genau. Du, Ben, dann vielen Dank für das Kartenlesen. Ich werde mich schon auf den Verlust vorbereiten. Ja, vielleicht genau. Ist es jetzt der Verlust von deiner Stimme. Das kann sein, dass jetzt dich, nee, deine Stimme verliere. Das sollst du nicht, gell? Also, das wäre im Zweifel Minus mal Minus ergibt Plus. In diesem Sinne, tschüss, ne? Und tschüss, schöne Nacht noch. Bye, bye, ciao. Tschüss, ebenso, tschüss. Bei dir ist ja noch Abend, ne? Ja, bei mir ist jetzt früh morgens. Tschüss, gute Nacht. Oder so. Ciao. 0885 mal die 5. Heute habt ihr alle ein Echo, wenn ihr anruft. Ist es technisch nicht anders machbar? Ist ja auch scheißegal letztlich. Ich meine, die Sendung hört eh keiner. Die 3-4 Millionen Leute, die werden da mal die Zähne zusammenbeißen oder die Ohren zusammenkneifen können. Schön, dass wir hier auch E-Mails bekommen. Ich werde jetzt mal in dieses Facebook reingehen, das, von dem hier auch viel erzählt wird in Amerika. Viele Leute haben hier ein Facebook. Und da sind wir ja auch bei Facebook. Und da gucke ich jetzt mal hier. Da muss man oben Late Line eingeben. Dann kommen wir auf die Late Line Radiosender Seite. Ach, das ist alles aufregend. Oh Gott, oh Gott. Mhm. So, und da haben wir Kommentare. Die werde ich jetzt mal aufrufen. Christopher. Nee, das vergehen wir ein bisschen weiter zurück. Ihr schreibt zum Beispiel, ach, die Facebook-Kommentare sind immer die allerbesten. Florian schreibt zum Beispiel, Booster, Monster, Rockstar. Vielen Dank. Ein anderer Florian, nicht der Florian von ihm, schreibt, Glump sollte auch Energy-Drink werden, nur mit Alkohol. Würde vielleicht auch Flügel verleihen. Macht absolut gar keinen Sinn. Matthias schreibt, Enten haben kein Echo und niemand weiß weshalb. Aha. Mhm. Jörg schreibt, Böhmermann muss gleich Abendbrot essen. Mhm. Peter schreibt, wenn du ein Echo haben willst, musst du es auch anschalten. Mhm. Christopher sagt, der Typ ist total dicht. Ich glaube, er meinte den Uli, der gerade angerufen hat. Und darauf bezieht sich auch die Meldung von David bei Facebook. Er schreibt, wimmel mal den Besowski ab, Jan. Wobei David aber Besowski folgendermaßen geschrieben hat. B-U-S-O-F-F-S-K-I. Busowski. Mhm. So. Und Maike schreibt, jetzt werden Karten gelegt. Mal hören, was dabei rauskommt. Gibt es eigentlich Hinweise, fragt Anna-Maria Ribbentrop. Dass der Moderator wirklich in New York ist. Das ist doch ein Gag. Nee, es ist kein Gag. Ich befinde mich wirklich in New York und ich würde es gerne, unglaublich gerne beweisen, aber ich glaube, die Fenster sind verriegelt, wenn man sonst hier rausspringt. Wie könnte ich das beweisen? Folgendes, Freunde. Ich werde gleich, wenn ich unten aus dem Studio New York der ARD herausgehe, ein Foto von mir machen und das dann posten im Internet, bei Twitter und bei Facebook. Und das soll dann Beweis genug sein. Ich befinde mich wirklich jetzt gerade hier und es ist eine sehr, sehr teure Dienstreise, bezahlt von euren Rundfunkgebühren übrigens. Also ich habe richtig, für richtig viel Geld hat die ARD mich hier hingeschickt. Für 3 Wochen ein bisschen ausspannen, chillen, ein bisschen mal in Whirlpool setzen und so. Einfach mal ein bisschen runterkommen von dem ganzen Stress zu Hause, Burnout vermeiden. Und als Gegenleistung habe ich gesagt, okay, dann setze ich mich hier hin 2 Stunden lang und rede dummes Zeug, während man versucht in Deutschland das Echo zu beseitigen. 0885x5 ist die Telefonnummer und ihr könnt natürlich auch schreiben, talk@latline.de oder bei Facebook. So, und jetzt haben wir noch Mails oder Blog-Einträge. Ja, es geht hier aber nur um Körperflüssigkeiten, was hier eingetragen wird, und das möchte ich nicht vorlesen, weil hier auch noch junge Leute zuhören. Deswegen machen wir direkt weiter mit einem Anrufer. Und zwar haben wir Mika, ist in der Leitung, 19 Jahre alt, aus Luden. Hallo. Hi, Jan. Hi, wie geht's? Na, ja, also, ja, den Umständen entsprechend. Aber sonst, was ist denn los?
So, sonst ganz gut und so. Was ist los? Ja, also mein Freund hat mich betrogen, um gleich auf den Punkt zu kommen. Und zwar vorgestern, also am Dienstag, bin ich zu ihm nach Hause gekommen und dann war er also, ja, habe ich ihn halt so in flagranti erwischt mit einer anderen. Mit einer anderen Frau? Ja, mit einer anderen. Ja. Ja. Und wir haben jetzt nicht nochmal gesprochen seitdem. Also ich habe ihm gesagt, dass ich jetzt erstmal Abstand brauche und er irgendwie auch nochmal überlegen soll, an was er jetzt ist. Also weil wir eigentlich beide homosexuell sind und er jetzt was weißt du, was ich glaube? Weißt du, was ich glaube? Du bist nicht homosexuell, du hast nicht deinen Freund in flagrante erwischt, auch nicht mit einer Frau, sondern es ist alles komplett ausgedacht. Ja, schön wär's. Ja. Ich glaub dir kein Wort. Das finde ich schade. Ich glaube dir absolut kein Wort und alles, was du erzählst, stimmt nicht. Ja. Dann soll ich vielleicht bei Domian lieber anrufen. Ich glaube ja. Ich glaube, der wird dir aber auch nichts anderes sagen. Also ich glaube, auch Domian wird merken, dass du nicht die Wahrheit erzählst. Ja, was machen wir nun? Wo sind denn die Freunde? Hast du noch Freunde bei dir in der Nähe gerade? Nein. Nee, keine Freunde in der Nähe, gut. Mika, tut mir leid, ich habe heute kein Foto für dich. Geht nicht. Komm ich nicht in den Recall? Du kommst nicht in den Recall. Du kommst auch nicht über los. Die 4.000 Euro bekommst du vielleicht, aber du musst sie natürlich voll versteuern, ist ja klar. Mika, es tut mir leid. Nee, geht nicht. Kann ich nicht machen. Das geht nicht. Müssen wir abbrechen. Müssen wir abbrechen, das Gespräch, weil ich dir nicht glaube. Weil ich schwulenfeindlich bin, weißt du ja. Ja. Sonst noch was? Willst du noch was sagen oder? Nein. Dich jetzt ein bisschen wälzen in dem, was ich dir hinterlassen habe. Mach mal lieber. Gute Nacht, ne? Tschüss, Mika. Tschüss. So. Tschüss. 0880 5 mal die 5, aber bitte nicht solche Geschichten auftischen, wenn sie nicht stimmen. Vielen Dank. Jan, 35 aus Emden. Wie geht's? Ja, gut. Ich kann vor Lachen nicht raus, also. Ja, aber es ist, also hast du gedacht, dass er, also hast du nicht auch sofort gedacht, dass er nicht die Wahrheit sagt? Niemals. Und zwar, wenn ich dich unterbrechen darf, und zwar was der sagt schon. Ja. Mein und zwar, Freund hat mich betrogen. Das geht doch gar nicht. Wenn, dann seine Freundin hat ihn betrogen. Ach so, naja, er ist acht. Natürlich. Ich meine, ich achte ein bisschen auf die Grammatik, aber gut, ist ja auch nicht, nein, hätte ich nicht gedacht. Ich fand super, dass du ihn abgewürgt hast, nicht weil ich jetzt dran bin, wie auch immer. Aber alleine. Sag mal, du kommst, was ist das für ein Dialekt? Ich höre da so ein rollendes R sich da in den Weg werfen. Was ist das? Wo kommst du her? Unterfranken. Wahnsinn. Und warum hat sich da nach Emden verschlagen, von wo du jetzt anrufst? Die verdammte Liebe. Die Liebe. Naja, verdammt nicht. Die keine Rücksicht nimmt auf Wirtschaftlichkeit, sondern auf Orte, ja, sondern Liebe. Das ist ja mein Thema, also apropos Wirtschaftlichkeit. Ich möchte erst mal sagen, ich habe die Sendung noch nie gehört, ich finde die aber affengeil. Und solche Leute, die jetzt, ich sage mal, per E-Mail schreiben, die melden sich ja nicht mal selbst, die haben ja nicht mal das Rückgrat, sich selbst zu melden. Die schreiben per E-Mail, ja, sowas Abgefucktes und sowas Schreckliches und sowas Schlimmes habe ich noch nie gehört und wie auch immer. Die Leute müssten mal einfach mal umdenken, dass nicht alles ernst gemeint ist, das Erste. Das Zweite ist, wenn ich mir das angucke, einerseits, dass ich mit meiner Frau an Sozialabgaben und Steuern, und wir bearbeiten beide Vollzeit, 1.300 Euro im Monat ausgeben an Sozialabgaben und Steuern, beide zusammen. Wahnsinn. Und wir Wahnsinn. Arbeiten beide zusammen. Und ein Hartz-IV-Empfänger, der zu Hause sitzt, mit seiner Frau, ich sag mal jetzt, also ich spreche jetzt nicht von den Leuten, die nicht können, ich spreche jetzt auch nicht von den Leuten, die nicht wollen. Mütter,
Alleinerziehende oder wie auch immer, sondern ich spreche nur von den Leuten, die es wirklich nicht verdient haben. Diejenigen, die Arsch hoch für 8 oder 9 oder 10 Euro wirklich die Stunde bewegen könnten. Ja. Der Hammer ist ja in Deutschland, die Spritpreise werden erhoben, alle anderen Sachen werden erhoben, Stromrechnung, Gasrechnung, wie auch immer. Man reißt sich den Arsch auf. Seit Jahren. Man sieht aber kein Plus, man sieht nur noch Minus. Ja. Das sieht kein Mensch. Und dann möchte ich das immer auskotzen an die Hörer, dass die mal aufwachen. Ja. Dass die mal wirklich. Das finde ich. Ich finde es auch die richtige Zeit zum Aufwachen. 1 Uhr nachts gleich. Ich finde es genau richtig, dass du das endlich mal einer auf den Tisch haut. Ja, na gerne, gerne. Andererseits ist es ja so, dass heute wieder in der Zeitung stand: Hartz-IV-Empfänger kriegen mehr Geld. Der Oberlandesgerichtshof hat sich verschätzt oder verrechnet oder wie auch immer. Weißt du was? Ich finde das. Bitte. Weißt du was? Man steht ja morgens auf. Ich meine, ich muss jetzt morgens nicht auf. Ich habe Spätschicht. Das heißt, Spätschicht. Ja. Was das Spätschicht heißt? Halb drei anfangen. Mhm. Irgendwann um 11 Uhr aufhören. Du bist irgendwann um 11:30 zu Hause. Um 1 Uhr oder 11:30 im Bett, weil du musst ja irgendwo abschalten können. Und dann geht der Tag wieder los. Und du kannst nicht morgens irgendwie bis um 10 Uhr pennen. Das geht nicht. Weil vom Kopf her alleine schon um 7 Uhr die Kinder da sind. Ja. Leute, versteht mich nicht falsch da draußen. Aber irgendwo hat... Nee. Es hat einfach irgendwo sein Ende. Und ich finde es auch gut, Jan, ganz im Ernst, dass endlich mal einer die Courage hat, das mal zu sagen, wie es ist. Dass nämlich der hart arbeitende Steuerzahler, dass der natürlich immer drauf zahlt und die da oben eh machen, was sie wollen. Der kleine Mann ist letztlich der Typ, der am Ende immer die Zeche zahlt. Und ich finde es völlig richtig, dass endlich mal einer den Mut besitzt, das mal hier öffentlich in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunksendung zu erzählen. Leute machen sich Gedanken über Sachen, die machen Beispiel, absolut. Wir zahlen da zu viel oder da zu viel. Ich meine, die Leute, die gucken in die, was weiß ich, irgendwelche Werbezeitschriften und kaufen einen Scheiß, den sie überhaupt nicht brauchen. Schlimm. Das ist schon mal das Erste. Konsum. Ja. Konsum. Aber die stehen aber nicht irgendwie Samstag oder Sonntag irgendwie auf, um Arbeit zu fahren, weil sie gebeten werden, weil ich werde ja noch gebeten, ich muss nicht. Eben. Mein Chef ist so, der sagt, Mensch, könntest du. Und ich sag, klar. Könntest du, weil du, aber auch weil du Leistung bringst und weil du Qualität bringst. So, weißt du, das ist nicht einfach nur hinfahren zur Arbeit. Genau, es geht um Qualität und um Leistung. Leistung muss sich wieder lohnen. Und da frage ich mich schon, warum die FDP nur 2% hat, momentan in den Umfragen. Weil das ist doch ganz genau das Ding, was die FDP möchte. So. Wieso, wenn das so eine Sache ist, die so viele Leute, warum ist das so? Verdammt nochmal, wegen der verkackten Piratenpartei. Ja. Es sind die Piraten. Letztlich ist die Piratenpartei die Partei, wo ich sagen muss. Ich finde, wir sollten auch gnadenlos politisch werden. Ohne die Piratenpartei ginge es Deutschland definitiv. Ich mich auch nicht, aber das ist ja egal. Man kann es ja trotzdem sagen. Weiß ich nicht. Wenn die anders hören möchten. Dann nochmal zurück. Entschuldige, ich habe dich jetzt unterbrochen. Bitte weiter. Ich kenne mich mit der Politik jetzt so in dem Sinne jetzt nicht so gut aus, dass ich sagen könnte, Wenn aber ein Antrag steht, Manuel-Antrag? Wenn die Benzinpreise höher werden, wenn die Konzerne noch dran verdienen, noch mehr dran verdienen, gerade zu den Zeiten, wo es zum Beispiel Ostern, wie auch immer, da haben sie eine Lösung gefunden. Und haben gesagt, nö, wir machen es einfach Ostern Absprachen. Mal eben nicht. Das sind Absprachen. Ich glaube, Jan, die Konzerne sprechen sich untereinander ab. Und der Staat ist machtlos oder tut so, als wäre er machtlos. So, ja. Und dieses Mal hat er. Wenn jeder mal gucken würde, war dieses Mal nicht so. Dieses Mal war Ostern alles in einem bestimmten Stand. 1,68, 1,64, wie auch immer. Ja. Ich frage mich natürlich, und das frage ich jetzt auch dich, wie lange geht es mit Deutschland noch so weiter? Da fragst du, glaube ich, den Falschen. Ist eine polemische Frage, klar, aber gerne auch eine polemische Antwort darauf oder eine völlig dumme Antwort. Wäre auch in Ordnung. Es geht so lange weiter. Meine ganz ehrliche Meinung, es geht so lange weiter wie in China. Und zwar sehr immer. Gut. Weißt du warum? Wir sprechen von China und gute Geschäftsbedingungen und so weiter und so weiter. Ja. Wenn aber die Sozialbedingungen für die Menschen angesprochen werden, egal ob in Deutschland oder in China,
Da wird gar nicht angesprochen. Das wird gleich abgewälzt, wie eine Walze über den Asphalt. Und weißt du warum? In China haben wir aber nur, glaube ich, also uns im Gegensatz hinzustellen, 1% davon, was in China, was die Leute arbeiten müssen. Einleuchtend. Das sind, ich glaube, 1,3 Milliarden, wie auch immer. Davon verdienen vielleicht, naja, sag mal, 10 Millionen Menschen, die wirklich Millionäre, Milliardäre sind. Alle anderen, die leben in Slums, die leben in was weiß ich, wo irgendwelchen Baracken und müssen wahrscheinlich für 50 Cent Tages-, Wochenlohn. Haben die nicht. Nee, haben die nicht. Die haben da, die Währung heißt anders. Die heißt anders. Yen. Die heißt nicht Cent. Yen. Genau. Yen hat der Chinese. Ja, Yen ist richtig. Chinesen zahlen in Yen. Ja, Yen. Klar, Logo. Was denn sonst? Das ist ja immer das Gleiche. Der eine, der arbeiten geht, richtig Leistung bringt, mit Ausbildung und so weiter. Ja, ich sag mal eine Zahl. Ja, sag mal einfach mal irgendeine Zahl erstmal. 4.000 brutto. So viel? Super geil an. Wenn ein Arbeiter 4.000 brutto verdient, was kriegt der netto? Oh, 2,8. 2,6, 2,7, 2,5, je nachdem. So, ja, absolut. Und da ist was, wo man dann als Deutscher auch sagen muss, verdammt nochmal, jetzt muss man mal aufstehen, da muss mal was getan werden. Da ist auch die Politik jetzt gefragt zu handeln. Und da kann dieses Maulheldentum jetzt auch nicht mehr viel ausrichten. Da müssen einfach Taten folgen. Und ich finde es ganz richtig, dass es endlich mal einer anspricht, Jan. Und ich bin ganz froh, persönlich, aber auch jetzt mal mit dem Hinblick auf den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Sendung, dass es endlich mal einer sagt. So, weil es kann nicht immer nur sein, dass wir hier nur Lala und Quatsch machen und verarsche hier, verarsche her, ein bisschen Haha und so. Ich finde auch mal schön, dass wir ein bisschen in Medias Res gehen. Ja, das muss sein. Es muss mal sein. Es muss mal sein. Ja, ein kleines bisschen ja. Aber dass wir grundsätzlich das Ernsthafte nicht verlieren, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, worum es geht, nämlich dass Leistung sich wieder lohnt in diesem Land. Und dass wir uns nicht von China, der gelben Gefahr im Osten, wie ich es jetzt mal so ganz polemisch nenne, aber so ist es ja nun mal, die gelbe Gefahr im Osten, ne? Dass wir uns davon nicht abhängig machen und dass wir uns vor allem davon nicht einschüchtern lassen. Weil wir sind immer noch Exportweltmeister der Herzen wenigstens. Wir sind Exportweltmeister der Herzen. Wer hat zum Beispiel, wer hat das Auto erfunden? Wer hat das Rad erfunden? Wer hat das Flugzeug erfunden? Das waren doch wir Deutschen. So, und jetzt lassen wir uns hier die Butter vom Brot nehmen von einem Volk, was letztlich vor 20 Jahren noch auf Bäumen gelebt hat. Das muss doch nun wirklich nicht sein. Ich will dir mal ein paar Sätze, was ich also allgemein so an, ich sag mal, in meinen 35 Jahren, was ich so erlebt habe. Ja, das wäre gut. Aber es muss wirklich in ganz wenigen Sätzen sein, weil unsere Sendezeit ist sehr begrenzt. Aber bitte, gerne. Selbstverständlich. Dann erzähle ich dir auch, was ich in meinen letzten 31 Jahren erlebt habe. Aber mit sehr viel längeren Sätzen. Bitte. Du bist erst 31? Ich bin erst 31. Ja, ich wirke oft älter, weil ich sehr viel Falten habe und graue Haare habe. Und diese so eine Fettschürze, die über meinen Gürtel drüber lappt. Ich habe noch nie im Radio angerufen, aber ich find das geil. Ich find die ganze Geschichte geil. Also ich finde das einfach super geil. Vielen Dank. Auch diesen Spruch von wegen Red Bull im Form von, was hast du noch gesagt? Man muss mal manchmal seine Meinung sagen. Man muss mal seine Meinung sagen, mal ab und zu. Ach, klar. So, jetzt pass auf. Jeder soll seine Meinung haben. Jetzt komm, jetzt pass ich auf. Achtung. Jetzt pass auf. Ich habe als Arbeiter als nichts angefangen. Ja. Ich habe in der Druckerkolonne gearbeitet. Ich habe meine Ausbildung gemacht. Ich war selbstständig. Durch die Selbstständigkeit bin ich fast kaputt gegangen. Weil diese feinen Wichser, die meinten einfach, das Gesetz umgehen zu können, weil das Gesetz steht ja auch fest. Genau das richtige Wort. Das heißt, muss man mal ganz klar Tacheles reden. Richtig so. Das heißt, wenn die nicht bezahlen wollen, müssen sie auch gar nicht. Die melden Insolvenz an. Das heißt, ich stehe dann da. Ich bekomme kein Geld, weil alle anderen schon mal wichtiger sind. Das heißt, ich gehe wieder zugrunde, muss wieder neu anfangen. Fang wieder neu an, muss ganz aber von wieder vorne. Nach unten anfangen. Ja. Das heißt, natürlich. Als einfacher Arbeiter reißt man sich den Arsch. Es arbeiten zwei Leute. Wir sprechen noch gar nicht. Hör mal, wenn ich zum Arbeitsamt gehen will und sagen würde, pass mal auf, ich brauche Unterhalt oder zum Lebensunterhalt, ich bin Patient. Was war das gerade? Was war das für ein Geräusch gerade? Entschuldigen, hast du gerade die Nase hochgezogen? Ja, so ungefähr, weil das ja ist kann mal passieren, aber durch die Aufregung. Aber ist okay. Ist echt ein Witz. Und wenn ich das überlege, wenn ich die Abrechnung sehe, dass ich mit meiner Frau zusammen 1.300 Euro, fast 1.300 Euro jeden Monat an Sozialabgaben und Steuern abdrücken muss, und andere kriegen das so in den Arsch geschoben, obwohl sie die dürfen ja sogar ablehnen.
gewisse Arbeiten. Ich spreche jetzt nicht von alleinziehenden Frauen, ich spreche jetzt nicht von Kranken, ich spreche jetzt nicht von denen, die nicht können. Ich spreche von den Leuten, die könnten. Die nicht wollen. Thema, die nicht wollen. Das Thema, ja. Genau, das Thema ist ja Amerika. Du besitzt ja gerade in New York. Ich bin gerade in New York und hier, weißt du, wie es hier ist? Hier, wenn jemand nicht will, dann geht er einfach zugrunde. Wenn einer morgens nicht aufstehen wird, wird er sofort rausgeschmissen. Zack, bumm. Ja, so, wenn du krank bist, bist du rausgeschmissen. Zack, bumm. Und wenn du einen Job hast, reicht nicht. Reicht nicht. Musst du 3 Stück machen, um dir deine Wohnung hier zu leisten. Die kosten nämlich jetzt 2.500 Euro den Quadratmeter in New York, aber ist scheißegal. Die Leute wollen arbeiten, die Leute lieben arbeiten. Wofür diese ganze verkackte Freizeit? Warum mit der Familie Zeit verbringen, wenn es doch letztlich auch einfach nur um Arbeit geht? Das ist das A und O. Aber, Jan, ach wurscht, ganz kurz, Herrschaften, mein Lieber, ganz kurz, Jan, also, mein Lieber, Annette, Achtung, wir haben jetzt Folgendes. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Sendezeit. Es ist jetzt 18.54 Uhr bei mir, bei euch ist es jetzt 0.54 Uhr. Die Sendung ist leider zu Ende, Jan. Wir haben uns jetzt am Ende so ein bisschen in Rage gekriegt. Ich fand, wir waren sehr auf den Punkt. Wir haben so eine Aussprechen. Aber du selbst du wirst nicht ankommen können gegen die Uhr. Selbst du kannst die Uhr nicht beugen. Die Uhr ist immer, hat immer... Nein, aber die Uhr, nein Jan, aber die Uhr hat immer recht. Die Uhr, selbst wenn du noch so recht hast, die Uhr hat immer mehr recht. Die Uhr sagt nein. Für die Hörer weitergeben. Ja? Ja, dann bitte. Aber ganz schnell. Bitte sehr schnell. Egal, wie viel Geld ihr haben wollt, wie viel ihr verdient, wie viel ihr überhaupt in der Tasche habt, ihr geht alle trotzdem eine Kiste 1,80 Meter runter, wie wir alle. Ob das Millionär, Milliardär oder einfacher Hartz-IV-Empfänger ist. Das ist genauso letztlich, ob du Business Class, Economy sitzt oder First Class, abstürzen tun sie alle und an sterben tun sie am Ende dann nämlich auch alle. So, und das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich finde, Geld zu tun. Lebensqualität ist für mich eine ausgewogene Ernährung, lange schlafen können, genug Geld haben, nicht zu viel, nicht zu wenig und natürlich ein erfülltes Sexualleben und vielleicht 3, 4, 5 Kinder von mehreren Frauen. Das ist für mich Lebensqualität. Aber das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Jan, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du angerufen hast. Und ich fand es eines der besten Anrufe, die wir jemals hatten in der Late Line. Und ich finde, endlich hat es mal einer gesagt. Vielen Dank. Es hat endlich mal einer gesagt. In diesem Sinne, ich wünsche eine gute Nacht aus New York und grüße Deutschland. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Liebe Leute, das war die Late Line aus New York. Also ich bin wirklich in New York. Ich werde jetzt gleich, das habe ich versprochen, runterlaufen und dann werde ich posten, dass ich mich gerade quasi auf der Höhe der Grand Central Station befinde, die mittlerweile ein riesiger Apple Store ist. Das kann man auch mal ganz klar so sagen. Es gibt auch Microsoft und bei Betrachten dieser Grand Central Station und dieses Apple Stores bin ich geneigt zu sagen, dass Microsoft mittlerweile leicht cooler ist als Apple, weil so ein Gebäude komplett zu übernehmen oder einfach so einen Laden reinzubauen, finde ich eigentlich relativ verabscheuenswürdig. Ich werde gleich ein Foto schicken und das dann irgendwie, damit alle wissen, dass es hier nicht ganz gelogen war, sondern nur ein bisschen. Und nächste Woche dann wieder ohne Echo, leider. Ich habe mich an das Echo fast ein bisschen gewöhnt. Fast war das so richtig, also richtig schön. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei den Kollegen vom Studio New York, beim Sven, der immer noch mit dem Maulschlüssel durch die Gegend läuft und versucht, hier irgendwelche Echos wegzudrehen. Es war am Ende letztlich egal, aber unsere Sendung ist eh von der Qualität so weit unten, dass selbst wenn alles schief geht, das nicht mehr weiter runter kann. Man kann nicht in den Minusbereich senden. Es ist noch nicht möglich, aber wir arbeiten weiter dran. Das ist so ein schönes Schlusswort. Alles Weitere zum Nachhören morgen als Podcast auf lateline.de. Vielen Dank an Marc, an Bianca, an die Mädels zu Hause in Frankfurt und nächste Woche dann wieder die Late Line aus Deutschland. Ich wünsche euch einen guten Heimflug. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4. Das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB. MDR Sputnik. UFM. Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.